Hallo und einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Volksbank Niederrhein-Talk und freue mich sehr, dass Sie uns eingeschaltet und zugeschaltet haben. Mein Name ist Guido Lohmann und ich werde Sie heute Abend durch die Sendung begleiten. Mit dem Volksbank Niederrhein-Talk, meine sehr geehrten Damen und Herren, heben wir heute ein neues Veranstaltungsformat der Volksbank Niederrhein aus der Taufe. Digital, online und interaktiv werden wir mit Ihnen zukünftig Themen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, aber eben auch aus dem Sport diskutieren und sie eben aktiv mitnehmen. Unser Ziel ist es, hinter die Kulissen zu gucken und Informationen zu bekommen, die vordergründig vielleicht gar nicht vorhanden sind, aber die wir in solchen Talkrunden hier herausarbeiten können. Sie können Ihre Fragen ab jetzt an uns und unsere Talkgäste richten. Das können Sie einmal machen im Chat bei YouTube, im Chat bei Facebook oder aber Sie schicken uns eine E-Mail an talk@volksbank-niederrhein.de. Die Adresse wird Ihnen auch gleich oder jetzt eingeblendet. Und dann können Sie uns alle Fragen, die Ihnen einfallen, die Ihnen wichtig sind, die Ihnen auf den Nägeln brennen, zustellen und wir werden sie hier diskutieren. Wir werden heute beim Auftakt unserer neuen Reihe nicht Themen aus Politik und Wirtschaft nehmen, auch nicht Corona, sondern möchten mit einer positiven Botschaft in das Jahr 2021 starten und widmen uns deswegen einem Thema, das Millionen von Deutschen Tag für Tag und Woche für Woche beschäftigt, was ganz viel Emotionen weckt, manchmal auch Ärger mit sich bringt. Es ist der König Fußball, der nach der kürzesten Winterpause, die die Fußball-Bundesliga jemals gehabt hat, jetzt schon wieder rollt und mit dem heutigen Spieltag weitergeht. Und wir haben zwei Gäste bei uns. Das sind, meine Damen und Herren, echte Typen, Charaktertypen, wie wir sie im heutigen Profifußball nur noch selten sehen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass die beiden hier sind, dass sie bei uns sind. Das ist zum einen jemand, der genauso wie der andere auch beide hier vor Ort bei den Vereinen, die hier in der Gegend liegen bei uns, dem MSV und dem FC Schalke, aktiv gewesen ist. Zum einen ein Spieler, der in beiden Mannschaften gespielt hat, der in beiden Mannschaften Bundesliga und Zweitliga gespielt hat und der als Kämpfer, als Ärgerer, als Fighter bekannt ist und deswegen halt auch bei den Fans so beliebt ist, sowohl beim MSV als auch beim FC Schalke. Ich begrüße ganz herzlich Dietmar Didi Schacht. Ja, hallo, guten Abend zusammen. Unser zweiter Gast heute ist bei beiden Mannschaften als Trainer tätig gewesen, sowohl beim MSV als auch beim FC Schalke, bei vielen anderen Bundesliga-Mannschaften auch. Und er besitzt für mich auch in Schalke Kultstatus, weil er im Jahr 1989 den FC Schalke aus wirklich auswegloser Situation, wir kommen darauf später noch, gerettet hat und den Abstieg in die Fußball-Amateurliga verhindert hat. Ganz herzlich willkommen, Erfolgstrainer und wirklich auch Typ des Reviers hier, Peter Neururer. Hallo, Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, wir haben noch einen weiteren Gast hier, das ist André Strehl, den Sie dort vorne sehen. André Strehl ist seit 45 Jahren, wie er mir gesagt hat, MSV-Fan, war zum ersten Mal im Stadion mit Papa, als es soweit war, dass man gegen den FC Bayern spielte. Die MSV-Fans werden das wissen, 1977 war das Spiel im November. Der MSV gewann, man glaubt es gar nicht, gegen Bayern 6:3 und Ennard Dietz hat einen Viererpack aufgelegt. Und seitdem ist er MSV-Fan und heute Abend dafür zuständig, die Fragen, die Sie einreichen, zu bündeln, zu ordnen und dann an uns hier weiterzugeben. Schönen guten Abend, auch von mir. Und Sie sehen dort auf dem Pult bei ihm unseren Buzzer. Meine Damen und Herren, Sie wissen, dass Peter Neururer ein sehr zurückhaltender Mensch ist, der sich nur sehr ungern äußert, sehr einsilbig ist. Und deswegen ist bei ihm keine Gefahr gegeben, dass wir unterbrechen müssen. Aber Didi und ich könnten ja mal in der Talkrunde übers Ziel hinausschießen. Dann greift der Buzzer und dann wird die Diskussion unterbrochen. Ja, also von daher alles klappt, wir sind vorbereitet. Didi, meine erste Frage darf ich an dich richten. Du hast deine Fans und deine Freunde und auch mich persönlich überrascht, als du unter die Autoren gegangen bist und ein Buch geschrieben hast. Dieses Buch haben wir auch hier. Da ist es Der Kämpfer, Schicht im Schacht von Didi Schacht. Wie kam es dazu, dass du ein Buch geschrieben hast? Wie ist die Idee entstanden und wie ist es abgelaufen? Ja, ich selber war auch überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da habe ich im Leben nicht dran gedacht, dass ich irgendwann mal, oder dass mich mal jemand anruft und fragt, ob ich nicht ein Buch schreiben möchte. Und da hatte mich dann der Nikolaus Bettinger vom Niebe Verlag, hatte mich angerufen und fragte mal, kannst du dir vorstellen, dass du ein Buch über dein Fußballleben schreibst?
Ja, da habe ich erstmal gesagt, hör mal, ich bin seit 30 Jahren, spiele ich keinen Fußball mehr. Meinst du, das interessiert sich überhaupt dafür einer, ob ich ein Buch schreibe? Er sagte, du wirst dich wundern, und ja, dann habe ich mal eine Nacht drüber geschlafen. Ja, und dann habe ich gedacht, ach, weißt du was, das ist für deinen Sohn ein ganz gutes, für deine Eltern ist das ein schönes Andenken. Der Enkel weiß dann auch irgendwann mal, was der Opa gemacht hat. Ja, und dann ist die Idee immer mehr gewachsen, und ja, dann gab es ja, ich selber habe es ja nicht geschrieben, da gab es ja einen Ghostwriter und einen Lektor. Ich habe mich aber dann 3 Monate lang jeden Dienstag per Skype mit dem Ghostwriter unterhalten, immer schön mitgeschrieben hat der Kollege, mir dann am Wochenende zugeschickt, und ja, so ist die Sache zustande gekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viele, viele positive Rückmeldungen, die wirklich gesagt haben, es ist ein interessantes, spannendes, aber vor allen Dingen, das bist du. Das ist sehr authentisch, das Buch. Ja. Das bist du wirklich, so wie du leib und lebst, so wie du immer warst. Und das macht mich dann schon natürlich auch ein bisschen stolz, dass der eine oder andere das gekauft hat. Und ja, bin wirklich angenehm überrascht. Ich kann nur sagen, das Buch ist wirklich klasse. Es ist sehr kurzweilig geschrieben und bringt eben viele Stationen von dir, die du im Fußballleben hinter dich gebracht hast, sowohl als Spieler als auch als Trainer, sehr interessant und kurzweilig. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch wirklich so, da ist ja jetzt nicht nur Positives in dem Buch, genau. Da sind ja auch viele Sachen drin, wo ich wirklich auch schon mal gedacht habe, so, das ist wirklich vorbei, du spielst gar nicht mehr. Und aber da ich ja, deswegen auch der Titel mit der Kämpfer, ich bin halt immer wieder zurückgekommen. Ist egal, was war, wo ich schon selber manchmal gedacht, ach, hupp, und auf einmal war ich wieder da. Ja, und das ist eben, spiegelt sich in dem Buch wieder, und so ist dann ja auch die ganze Karriere verlaufen. Wir geben die Frage mal gleich weiter an Peter Neururer, der das Vorwort zum Buch geschrieben hat. Peter, wie beschreibst du den Fußballer Didi Schacht? Um Gottes Willen, da brauche ich natürlich normalerweise mehr als ein Vorwort. Das war keine Fehler. Mehr als ein Vorwort. Wir reden ja oftmals davon, dass gewisse Art und Weise von Spielweisen oder gewisse Typen leider nicht mehr vorhanden sind. Dieser Wiedererkennungswert, der zum Beispiel beim Didi Schacht nicht aufgrund des Äußeren durchaus vorhanden ist. Didi spricht da gerne von seiner Haarpracht, ich halte mich da raus. Der ist mehr oder weniger uninteressant. Aber die Art und Weise, wie Didi sich gegeben hat in seiner Zeit, als er Profi war, als er bei unterschiedlichsten Vereinen gespielt hat, und die Art und Weise, wie er nicht nur auf dem Platz, sondern auch nach dem Spiel und vor dem Spiel mit der Mannschaft, ohne Mannschaft, mit den Fans, mit den Mitarbeitern und so weiter umgegangen ist, respektvoll, das war eben die authentische Sache, die losgelöst davon, dass natürlich physiologische und auch physische und auch psychische Grundlagen rein motorischer Art im Fußballbereich notwendig sein müssen, um Profi zu werden, neben den anderen Faktoren, die man auch braucht, waren das aber die hauptsächlichen Dinge, die dazu geführt haben, dass es einmal lohnenswert ist, über diesen Typen, ja, über diesen Typen ein paar Worte zu verlieren, Geschichten zu schreiben, ein Buch zu schreiben und andererseits irgendwelchen Leuten auch einen Auftrag mitzugeben. All die, die das Buch gelesen haben, all die, die gegen die Schach gespielt haben, selber persönlich gespielt haben, die vergessen ihn sowieso nicht. All die, die ihn gesehen haben, vergessen ihn auch nicht. All die, die ihn miterleben durften, auch nicht. Aber all die, die ihn nicht haben miterleben dürfen, die sollen sich das Buch durchlesen und sollten wirklich mal hingehen und sagen, wir suchen mal diesen Typen, diesen Verlässlichen, in Ehrlichkeit, aber auch in Schwäche, keine Frage, die er aber selber analysiert und anerkennt und aufgrund der Tatsache auch Sachen ändern kann. Diese Typen gibt es nicht mehr. Und diese Typen sind eigentlich diejenigen, die die Leben in das Fußballgeschäft bringen. Gut, wir reden jetzt nicht über eine Legende, eine Fußballlegende, die Schacht, die tot ist, er lebt glücklicherweise noch, aber dieser Typus ist leider nicht ganz verschwunden, aber man strebt jetzt nach anderen Zielen. Und als ich dann gefragt wurde, ob ich da für Didi Schacht, den ich zweimal habe, trainieren dürfen. Bitte? Darauf kommen wir gleich noch. Haben wir ja, das Vorwort. Das Vorwort zu schreiben, das war für mich irgendwo so ein Titel, den ich mir vielleicht aufgrund der Zusammenarbeit, die wir damals hatten, verdient habe, genauso viel wert wie eine Meisterschaft irgendwo, weil das für mich eine Anerkennung ist. Ne? Wenn irgendein Spieler sich über ein Vorwort meiner Person freut oder eben auch nicht, aber zumindest wahrnimmt oder sich das wünscht, dann ist das für mich eine Ehre, diesbezüglich noch was zu sagen. Und da das Buch wirklich klasse ist und Gänsehautmomente in sich hat, verlosen wir auch 20 Bücher mit Widmung von Didi Schacht und Peter Neururer heute Abend. Sie können mitmachen, meine sehr geehrten Damen und Herren, indem Sie uns einfach entweder im Chat bei Facebook oder bei YouTube Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen oder eben an talk@niederrhein-volks-niederrhein.de eine E-Mail schicken mit Ihrer E-Mail-Adresse.
dann sind Sie mit in der Verlosung. Es sind aber eigentlich nur 19 Bücher, weil eins habe ich versprochen, und zwar an Susanne aus Krefeld. Susanne hat einen sensationellen Schalke-Blog, den ich regelmäßig lese. Susanne, blond und blau. Und da hat man das Gefühl, dass die ganzen Informationen immer vor der Bild-Zeitung schon hat. Also sehr informativ. Und Susanne hat uns hier unterstützt ein bisschen. Deswegen geht ein Buch mit der Widmung dieser beiden Schalker hier und Ex-Schalker an dich, liebe Susanne. Und der Rest wird nachher im Anschluss verlost. Inklusive eines Gutscheines für eine der leckersten Currywürstchen, die es hier am linken Niederrhein gibt. Denn Didi ist vielfältig unterwegs und betreibt unter anderem auch eine rollende Würstchenbude. Und da gibt es wirklich leckere Würstchen. Olaf Thun war letzten Tagen noch bei dir. Ja, Peter war auch schon da, waren schon einige da, ja. Und hat schon eine genossen. Ja, meine Damen und Herren, wenn wir die Laufbahn der beiden kurz beleuchten, um danach hinterher zum aktuellen Fußballgeschehen und den Meinungen der beiden zu unseren Vereinen MSV Duisburg und Schalke insbesondere zu kommen, blicken wir ganz kurz eben auf die aktive Laufbahn. Peter, du hast mal von dir gesagt, ich war als Spieler Weltklasse, ich habe nur immer in der falschen Liga gespielt. Wie hast du das gemeint? Genauso, wie ich gesagt habe. Warum hat dich keiner erkannt? Weil ich zu blind war, ganz einfach. Oder die anderen müssen blind gewesen sein. Nein, ich habe das große Ziel gehabt, Profi zu werden. Bin aus einem relativ normalen Elternhaus, wie auch immer, situiert gekommen und durfte anfangs kein Fußball spielen. Bei uns war es Pflicht im eigenen Hause, zu reiten oder Tennis zu spielen. Ich durfte kein Fußball spielen, obwohl ich in Mahl aufgewachsen, direkt neben einem Fußballplatz groß geworden bin. Und dann bin ich irgendwo durch die Hintertür und wie immer in den Fußball reingeraten und rein glücklicherweise habe spielen dürfen. Und da war mein Ziel klar, unbedingt Profi zu werden. Und mit 17 wäre es dann eben auch der Fall gewesen. Aber wenn man im Konjunktiv anfängt, dann weiß man genau, wie es geendet hat. Bei einem Probetraining beim damaligen Zweitligisten DJK Gütersloh, ein Verein, den es übrigens heute gar nicht mehr gibt in der Form. Viele sagen, weil ich mal kurzfristig da war, aber das war nicht der Fall. Habe ich mich bei einem Probetraining in der damaligen zweiten Liga Nord, war das, schwer verletzt, bin 3 Jahre an Krücken gegangen und hat kaum eine Chance gehabt, wieder Anschluss zu finden. Nach diesen 3 Jahren war das mit der Profikarriere zu Ende. Und dann war ich noch, habe es noch geschafft, bis in die dritte Liga zu kommen, als Innenverteidiger, damals hieß es Libero. Habe ein halbes Jahr in den USA unter Profibedingungen gespielt, aber mit dem Fußball auf höchster Ebene war es für mich dann eben vorbei. Dann kam das Umdenken, wenn ich schon kein Fußballprofi als Spieler werden konnte, dann war mein Ziel, mein utopisches Ziel eigentlich von mir formuliert, Trainer im Bundesliga-Bereich zu werden. Und das ist eine längere Geschichte. Das ist mir dann nachher gelungen. Es gab Hinweise von Ex-Mitspielern, die haben mir gesagt, der Peter Neurer hat die meisten roten Karten in der Oberliga kassiert, die meisten gelben Karten und die meisten Zeitstrafen in einer Saison. Das ist teilweise richtig. Ich war Rekordhalter in der damaligen Oberliga Westfalen, das ist richtig. Da habe ich 27 gelbe Karten bekommen, 3 Zeitstrafen bekommen und 1 rote Karte bekommen. Das ist ja nicht unüblich als Innenverteidiger, aber es war schon eigenartig, denn keine einzige Karte, die allesamt berechtigt waren, muss ich sagen, habe ich bekommen wegen Meckerns oder ähnlichen Dingen, sondern immer nur. Damals waren die Regeln halt um ein klein wenig anders, wegen übertriebener Härte, würde man im Eishockey sagen. Aber du bist dann ja mit 30 schon Trainer geworden beim TuS Haltern, heute Regionalligist, und bist dann sehr, sehr schnell zu RWE, zum Traditionsverein gewechselt, in die zweite Fußball-Bundesliga und hast dort trainiert. Und am Ende haben sich eure Wege 88 bei Alemannia Aachen gekreuzt. Da hast du Didi so ein bisschen aus der Versenkung wieder rausgeholt. Er war damals in Bergisch Gladbach. Das war auch Oberliga, wo du gespielt hast. Und du hast ihn dann zur Alemannia geholt. Didi, du bist beim MSV sozusagen groß geworden. Du hast alle Jugendmannschaften durchlaufen und bist dann 81 von Friedel Wenzlaff in die erste Mannschaft geholt worden. Ja. Wann war dir klar, ich schaffe das, Fußball-Bundesliga-Spieler zu werden? Oh, wann war das klar? Ist ja, in meinem Buch kann man es ja gut nachlesen. Mal eine kleine Anekdote. Ich war erste Training. E-Jugendlicher. Damals hat mein Vater so ein MSV-Trikot mitgebracht gehabt vom Scholz, Hartmut Scholz. Der hat in der A-Jugend beim MSV gespielt. Und mein Vater hat mir das Trikot gebracht und sagte, pass mal auf, ich habe für dich ein Probetraining beim MSV Duisburg in der Jugend, klar. Gut, ich da hingegangen, ich hatte immer sonst nur auf der Straße gespielt. Geh da hin, die Jungs waren alle schick gekleidet und ich komme da mit dem MSV-Trikot an. Die hatten alle gleiche Trainingsanzüge an und ich schieße aufs Tor mit der Pike. Puff. Alle am Lachen. Alle haben ausgelacht. Ich denke, ach du Scheiße, was ist denn jetzt hier los? Ne? Die waren natürlich auch schon ein bisschen besser ausgebildet als ich. Und ich danach dann nach Hause gelaufen. Erst Bus verpasst, Tränen in den Augen gehabt. Alles kommt zu Hause an. Schlüssel auch noch vergessen.
Schell, meine Mutter macht die Tür auf, sag ich, Junge, was ist denn mit dir los? Ja, ich sag, Mama, die haben mich alle ausgelacht. Und die direkt, da gehst du mir nicht mehr hin. Und ich habe dann nur gesagt, ich sag, pass mal auf, Mama, denen werde ich das mal alle zeigen. Irgendwann werde ich die auslachen. Ja, und so ging das dann über Jahre hinweg. Habe ich dann eben es geschafft, beim MSV in der Jugend zu spielen. Und dann kam die ganz große Wende. Ich habe ordentlich gespielt, war in der Auswahl, Niederrhein-Auswahl, was es so gab. Und dann kam aber der große Knackpunkt. Ich hatte in der B-Jugend gespielt beim MSV, B1. Und in der A1 fehlte ein Innenverteidiger, Vorstopper ja, damals noch. Ja. Fehlte ein Vorstopper. Friedhelm Wenzlaff hat dann gesagt, ich möchte den Dietmar Schacht haben. So. Und dann, ja, ich habe gedacht, ich fahre da mit, sitze auf der Bank, war ja junger Bursche noch. Ja, und dann musste ich spielen. Und dann habe ich da in der Jugend wirklich das Spiel meines Lebens gemacht. Ich habe ein sensationelles Spiel gemacht. Wir gewannen dort mit 1-0 in Uerdingen. Und von dem Tag an ist wirklich so nach oben gegangen. Also war klar, dass ich aus der B1 direkt in die A1 kam. Dann habe ich in der Nachwuchsrunde gespielt. Friedhelm Wenzlaff hat mich protegiert. Der war gleichzeitig Co-Trainer. Und dann war er A-Jugendtrainer. Das war früher beim MSV immer so. Ja, und dann ist er irgendwann Cheftrainer geworden. Und ich habe weiter gespielt. Und dann kam die große Frage halt, gehst du jetzt in den Profibereich? Ich habe mit meinen Eltern gesprochen. Ich sage, ich werde Profi. Ich möchte Profi werden. Die natürlich, du musst eine Ausbildung machen. Ich sage, macht euch keine Sorgen. Ich schaffe das. Ich habe alles geschafft. Das schaffe ich auch. Ja, und dann ist nach einem Spiel, nach dem Rundenspiel, haben wir gespielt gegen Rot-Weiß Essen. Habe ich gegen Frank Mill gespielt. Haben ein gutes Spiel gemacht. Ente Liebens hat da sogar auch noch mitgespielt in der Nachwuchsrunde, weil er verletzt war vorher, musste sich da wieder fit halten. Das war damals super, diese Nachwuchsrunde. Ja, und dann machte ich ein gutes Spiel. Und nach dem Spiel kam dann Manager Neuhaus zu meinem Vater und sagte, hör mal, könnt ihr morgen früh auf die Geschäftsstelle kommen. Ja. Und dann haben sie mir den Profivertrag angeboten und dann habe ich das erste Etappenziel erreicht gehabt. Und dann hast du von 81 bis 85 beim MSV gespielt. Ja. Die Fans haben dich gemocht, du bist sehr schnell zum Publikumsliebling geworden. Und der langgezogene Didi war sowohl beim MSV als auch nachher bei Schalke wirklich bekannt über Stadion hinaus. Auch in Aachen. Dann bist du, genau, bei Alemannia ja auch. Ja. Bielefeld, wie ich gehört habe, auch. Bielefeld. Aber auch. Insbesondere, glaube ich, beim MSV und auf Schalke. Ja, da ist das natürlich. Aber auch in Aachen hat das wirklich, Bielefeld, die Ostwestfalen sind ja ein bisschen langsamer, das aber die haben es dann auch verstanden. DI war auch einfach auszusprechen und dann haben sie es auch geschafft. Und dann bist du aber irgendwann über Südkorea. Ja. Das war irgendwie ganz exotisch, dann gelandet bei Tennis Borussia Berlin und von da aus, glaubst du, Arminia, ne? Erstmal Arminia Bielefeld. Ja, ich bin dann, damals bin ich dort gelandet. Südkorea war ja die wunderbare Geschichte. Ich hatte einen Vertrag bei Hessen Kassel unterschrieben. Ich wollte weg vom MSV Duisburg, weil man mir ein Angebot gemacht hat. Das ist halt das Problem, wenn man schon so lange in einem Verein ist, wenn man dort groß geworden ist, ist man immer der Didi. Da geht man nicht in die Vertragsverhandlung als Herr Schacht rein. So. Dann hat man mir ein Angebot gemacht, das war sensationell, als wenn ich gerade aus der A-Jugend komme. Und ich war ja früher noch ein bisschen impulsiver, da habe ich das direkt schön klein gemacht und habe dem Friedhelm Vosser damals in die Hand gegeben. Gott hab ihn selig mittlerweile. Und und dann auf einmal Vertrag unterschrieben bei Hessen Kassel für die erste Liga. Und damals war das ja, dann spielten die am letzten Spieltag in Nürnberg, verloren dort 2-0. Und sind von 1-4 abgerutscht. Und die ersten drei sind aufgestiegen. Auf, ja. So. Ja, und mein Vertrag hatte nur eine Gültigkeit für die erste Liga. Ja, da. Ich erstmal, das kann doch nicht wahr sein. Meine Frau auch schon. Wir hatten schon geplant, Kassel ziehen, Haus schon angeguckt. Ja. Alles war damals schon. Ja, und was machen? Ja, und dann hatten wir zwischenzeitlich mal mit dem MSV Duisburg, hatten wir gegen Südkorea gespielt, gegen die Nationalmannschaft. Und da habe ich wohl ein ganz ordentliches Spiel gemacht. Auf jeden Fall rief mich auf einmal der Luis Zacharias an, mein damaliger Ex-Trainer, nachdem ich ja keinen Vertrag mehr hatte, und sagte, könntest du dir vorstellen, nach Südkorea zu gehen? Ich habe erst gesagt, wer versteckte Kamera, was soll ich in Südkorea? Ja, gut, dann habe ich mich natürlich mit den Leuten getroffen. Wir haben uns unterhalten, finanziell war es auch sehr lukrativ und reizvoll. Ja, und dann habe ich gedacht, dann mache ich das Abenteuer mal. Und dann bin ich dann nach Südkorea. Ich war der erste deutsche Profi dort. Ja, war der erste deutsche Profi dort. Ja, und war dann. Du bist Vizemeister geworden, ne? Ich bin koreanischer Vizemeister. Können nicht viele von sich behaupten. Ja. Ja, können nicht viele. Aber ich bin's. Bin aber auch dann ganz ehrlich, hatte dann auch Heimweh. Weil ich war 23 Jahre alt. Und ich habe gedacht, die haben mir einen 5-Jahres-Vertrag dort angeboten. Also ich wäre wirklich als absolut gemachter Mann nach Hause gekommen und hätte mich kaputt lachen können.
Aber ich wollte zurück, wollte nochmal im deutschen Fußball. Und ich hatte ja dann auch die Möglichkeit, durch meinen damaligen auch, ja, der mich immer haben wollte, Eckhard Krautzun, wollte mich immer haben als Spieler. Und ich hatte ihm versprochen, ich hatte vorher noch kurz mit Union Solingen verhandelt, aber wir sind uns da nicht einig geworden. Und dann hatte ich ihm versprochen, pass auf, wenn ich wiederkomme, komme ich dahin, wo du bist. Ja, und dann kam ich ja wieder zurück. Frau war auch froh, dass ich wieder da war. Ich habe gedacht, ach, jetzt bist du wieder zu Hause, mach mal ganz gemütlich. Ja, und dann kam der Anruf, Mama, ich habe gelesen, du bist wieder zurück, dann kannst du ja jetzt zu mir kommen. Ja, ich sage, kein Thema, ich setze mich in ein Auto, ich sage, 20 Minuten bin ich in Solingen, können wir über alles sprechen. Ja, sagt er, hör mal, alles klar bei dir oder was? Ich bin jetzt in Berlin Trainer. Ich sage, wie, du bist in Berlin? Ja, denk dran, du hast mir versprochen. Ja, und da ich immer zu meinem Wort gestanden habe, war zwar zu Hause schwierig wieder durchzudrücken, dass ich mal eben nach Berlin wieder gehe. Ja gut, aber habe ich dann auch gemacht. Muss ich aber sagen, das schlechteste Jahr als Fußballer, was ich hatte, was ich erlebt habe dort mit den Berlinern, mit den Mitspielern, was ich im Umfeld erlebt habe, die Stadt Berlin, sensationell. Von daher war das eine tolle Stadt. Ja. Feiern, Spaß, war alles war gegeben. Aber ich habe selten eine Mannschaft oder auch die Leute so gesehen. Wenn wir gewonnen haben, haben die gewonnen. Das war ja damals noch diese Inselstadt. Ost-West war so ja, gerade. War ja noch. Genau. Ne? Wenn wir gewonnen haben, hatten die gewonnen. Wir verloren, dann waren immer wir. Wir haben Trainingsspiele untereinander gemacht. Da ging es mehr zur Sache als beim Meisterschaftsspiel. Also es war teilweise unglaublich. Und man muss auch sagen, Krautzun hat das absolut nicht im Griff gehabt. Es war schwach. Ist abgestiegen damals auch in die dritte Liga? Ja, wir sind abgestiegen. Ich bin aber dann auch weg und dann bin ich zurück nach Arminia Bielefeld. Genau. Und dann irgendwann zu Bergisch Gladbach hast du mal eine Zwischenstation gemacht in der Oberliga. Und dann hatte ich Peter. Ja, damals war ja noch dritte Liga. War ja die Oberliga. Das hört sich heute so an, der ist dann in die Oberliga gegangen. Nee, damals dritte Liga. Das hat aber auch seinen Grund, warum ich in die Oberliga gegangen bin. Ich habe einen Privatsponsor gehört, und zwar den Chef von Interconti, Weiß ist der Mann damals. Und dem habe ich gehört und der hat gesagt, nö, ich lasse dich einfach nicht gehen. Ich möchte die und die Summe haben. So. Und dann bin ich... Also der war quasi dein Einzelsponsor, wenn man so will? Ja, der hat mich gekauft gehabt damals, dem habe ich gehört. Okay. Und der wollte dann natürlich wieder sein Geld versuchen zurückzukommen. Und als ich von Bielefeld, ich war nach Bielefeld nur ausgeliehen und dann sollte ich halt wieder weiter verliehen werden oder verkauft werden. Ja, und aber der hat den Preis so hochgeschraubt und dann, damals konntest du das, hast du gesagt, ich lasse mich reamateurisieren. So. Ich habe dann gesagt, okay, dann ziehe ich das jetzt durch nach dem, dann lasse ich mich reamateurisieren. Sollte an für sich nach Rot-Weiß Oberhausen, aber die kamen auch wieder mit ihm nicht klar wegen der Ablösesumme. Ja, und dann rief mich der Manfred Ommer an. Ist ja der bekannte Sprinter damals, Olympiasieger, soweit ich auch weiß. Er ist in Homburg gewesen, beim FC Homburg auch. Leider auch gedopt. So. Ja, Olympiasieger war er nicht, aber, ja. Aber Olympiateilnehmer. Ja. Aber der war schon richtig gut. So ein, ich glaube, Hürdenläufer, oder? Weiß gar nicht. Flach. Flach, ja. Sprinter. Ja, auf jeden Fall, er rief mich an, ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Wir sind uns dann auch einig geworden. Ja, und dann habe ich für Bergisch Gladbach gespielt. Ja, dann kam Peter. Ja, dann kam der große Moment. Nach dem Jahr Bergisch Gladbach war dann vorbei. Dann sollte ich an für sich nach Wuppertal SV als Spielertrainer. Aber die waren, da haben wir letztes Spiel gehabt und die waren sehr feindselig da gegen mich auch. Und dann habe ich zu dem Rolf Müller damals gesagt, ich komme nicht. Ich sage, ich warte lieber. Ja, und dann kommt der große Tag. MSV Duisburg hat, glaube ich, gegen Hertha gespielt. Peter saß mit Hermann Gerland auf der Tribüne. Ich saß da oben bei. Ja, und dann haben wir Fußball geguckt. Und in der Halbzeit sagte der Peter, hör mal, was machst du eigentlich? Ja, ich sage, ich habe immer nichts. Und dann sagt er, willst du nicht zu uns kommen? Ja, und ich bin ganz ehrlich, ich habe Peter Noro gehört, ich wusste aber jetzt nicht, was das ist. Bin ich ganz ehrlich. Du wusstest nicht, der war Trainer in Aachen, war dir nicht klar? Konnte er nicht wissen. Nee, war nicht. Nee, da war ja erst kurz, ganz kurz. Okay, okay. Und ich habe gedacht, der wäre in Bochum. Ja. Ich sage, hör mal, Bochum finde ich geil. Und dann sagt er, hör mal, hast du sie noch alle oder was? Aber wirklich. Ja, aber Bochum war ja naheliegend insofern. Ja, weil du mit Hermann Gerland da saß. Ich war mit Hermann Gerland da, nicht mit ihm da, sondern wir haben zusammengesessen, Didi saß mit dabei. Ja. Ich habe eine sehr, sehr gute Einstiegssituation gehabt bei Rot-Weiß Essen als Co-Trainer und Amateurtrainer und Jugendtrainer über Horst Robesch und bin dann bereits 1986 in der zweiten Liga Cheftrainer geworden, also mit 31, und bin dann natürlich ganz, ganz kurzfristig nach der ersten hohen Niederlage natürlich rausgeflogen, weil ich nichts gekostet habe, konnte man mich gut entsorgen. Und bin dann durch unheimlich glückliche Umstände zu Alemannia Aachen gekommen. Das hat der Didi natürlich nicht mitbekommen. Woher denn auch? Okay, ja. Man muss ja nicht jeden Co-Trainer von irgendeinem Zweitligaverein kennen. Aber Hermann Gerland kannte Didi logischerweise, war eine Riesennummer.
wir beide haben uns zusammen ein Spiel angeguckt, zwecks Interesses, um Leute zu sichten und so weiter. Und da fragte ich Didi eben, der im Glauben war, dass ich, weil mit Hermann Gerland zusammen, ich, Peter Neumann, Co-Trainer vom Hermann bin, eben vom VfL Bochum. Mhm. Das war eben nicht der Fall. Das war die große Falle, die Didi sich eigentlich selbst gestellt hat. Ich habe die Frage gestellt, hast du nicht Interesse, zu mir zu kommen? Aber ich habe dann ganz schnell den Kopf aus der Schlinge gezogen. Ich habe dann ganz schnell überspielt. So. Und also, dann nur gesagt, bei Alemannia Aachen. Ja, da habe ich in deinem Buch eine ganz interessante Passage gelesen. Du warst irgendwie zwischendurch nach gutem Erfolg bei Alemannia mal mitten in der Saison unter Druck und hast so ein bisschen gewackelt als Trainer, wie das halt im Geschäft üblich ist. Und da gab es irgendwie eine Situation, wo die Mannschaft sich auch für dich eingesetzt hat. Ja, ich war nicht ein bisschen unter Druck. Ich war so gut wie weg eigentlich, aber nicht aufgrund der Tatsache, dass kein Erfolg vorhanden war. Ganz im Gegenteil. Wir haben sehr, sehr viel Erfolg sogar gehabt. Ich habe die Mannschaft übernommen, haben den Klassenhalt geschafft. Das war sensationell gut. Lag allerdings nicht an mir, sondern an der Klasse, wirklich der Mannschaft, die ich in einer Situation übernommen habe als der Vorgänger von mir, der auch eigenartigerweise irgendwann Vorgänger von mir bei Schalke 04 war. Tolle Arbeit geleistet hat, aber wirklich immer in den Klo gegriffen hat. Der hat Spiele verloren, die man gar nicht verlieren darf, und ist plötzlich in Abschiedsgefahr geraten und konnte dann in Aachen nicht mehr gehalten werden. Und ich bin dann als junger Trainer, als jüngster Trainer damals im deutschen Profifußball nach Aachen gekommen, habe den Klassenerhalt geschafft, also mit dieser Mannschaft, was eigentlich klar war, ganz im Gegenteil, nicht nur den Klassenerhalt geschafft, sondern wir sind nach oben mit rangekommen. Und dann in der Planung auf die neue Saison gibt es nur eins, für Alemannia Aachen gab es damals nur eins, aufsteigen zu müssen. Dafür musste ich aber eine Mannschaft zusammenstellen. Wir hatten kein Management, kein richtiges. Ich hatte ein relativ großes Netzwerk, aber mir fehlten noch zwei, drei Leistungsträger für diese Mannschaft, die ja aufsteigen musste. Und einer der wichtigsten Positionen war eben die in der Defensive, die ich unbedingt besetzen musste. Und da fiel mir dann auf, der Werdegang, ich habe ihn vorher nur wahrgenommen als Zuschauer, als Fußballfan, Didi Schacht, und der Typus eben, wie er sich darstellte, fiel mir Didi Schacht auf. Und durch diesen Zufall, dass wir uns da getroffen haben auf der Tribüne, kam es dann dazu, dass Didi Schacht dann in diese Mannschaft kam, die ja im Jahr zuvor sehr erfolgreich war, indem wir den Klassenerhalt geschafft haben, mit den neuen Zielen konfrontiert. Und dann bin ich tatsächlich aufgrund der Tatsache, dass wir Mannschaft und Trainer eine ganze Menge wussten von einigen Dingen, die innerhalb des Vereins passiert sind. Und ich, leider kein großer Diplomat, die Sachen natürlich auch kräftig rausgeposaunt habe und auch zu unserem Nutzen versucht hat, das zu benutzen, zu unserem Vorteil zu benutzen, bin da plötzlich unter Druck geraten, weil der Geschäftsführer des Vereines damals einen unglaublichen Einfluss hatte und wollte mich loswerden. Er wollte mich loswerden aufgrund meiner Kenntnisse. Und mir war klar, wir spielten da gegen SV Meppen, ein Schweinespiel ohne Ende. Meppen, damals so ein richtig starker Gegner, unter Bedingungen, die gab es gar nicht. Also da hätte man niemals das Spiel anpfeifen dürfen. Wenn ich das Spiel verloren hätte, wenn wir das Spiel verloren hätten, wäre ich mit hundertprozentiger Sicherheit rausgeflogen. Und das hat die Mannschaft wirklich, also für mich in An- und Abführung, ja, natürlich mit Didi fahren weg voraus, dieses Spiel gewonnen, ich glaube mit 4-1 sogar. Und danach, nach einiger Zeit, wir haben uns wieder erholt und kletterten immer weiter nach oben in der Tabelle. Dann hat mir dann jemand gesagt, eine Vereinsikone bei Alemannia Aachen, Jupp Martinelli, der die A-Jugend trainiert hat. Ja, und wenn wir aufsteigen sollten mit der Alemannia, dann haben wir genau diese Mannschaft zur Verfügung in der Bundesliga plus drei weitere, die dann aus meiner A-Jugend kommen. Okay. Und dann habe ich gesagt, also mit dieser Mannschaft werde ich mit Sicherheit nicht in die Bundesliga gehen. Mein Vertrag läuft aus, den werde ich nicht erfüllen, aber ich wollte natürlich aufsteigen. Mit diesen Aussagen, die ich da gemacht habe, stehe ich wieder mal kurz vorm Rauschmiss. Und wir spielen mit einer unglaublich reduzierten Mannschaft gegen Blau-Weiß 90 Berlin. Ja. Blau-Weiß 90 hatte eine Riesentruppe mit Leo Brunk der nachher auch nach Aachen kam. Vorher war Kalle Riedle da und so, also eine richtig gute Mannschaft. Und wir mit einer ersatzgeschwächten Truppe, angeführt von Didi Schacht, von hinten rangetrieben. Ich glaube, Didi, du hast sogar ein Tor gemacht in diesem Spiel. Erste Minute direkt, ja. Ja, wir machen einen 3-0-Sieg gegen Blau-Weiß 90 Berlin. Es war unglaublich, unglaubliche Geschichte. Und wieder einmal hat da eine Mannschaft für mich mehr oder weniger Dinge rausgehauen, die man normalerweise für sich selber alleine gar nicht raushaut. Das sind ja auch die Sachen, zweimal gerettet, die die Fans jetzt im Abstiegskampf bei beiden Mannschaften sich wünschen, dass die Mannschaften einfach zusammenstehen und zusammenhalten. Ja, na klar. Das war wirklich eine Symbiose. Eine Symbiose, die wir da abgeliefert haben oder die wir waren, mit der wir Spiele gewinnen konnten, die eigentlich nicht zu gewinnen waren. Aber das sind Dinge, die in einem anderen Bereich, da hat nichts mit Trainingslehre und ähnlichen Sachen zu tun. Diese Spiele gewinnst du aber nur mit Typen. Ja. Nicht mit Filigran, von mir aus auch, aber mit Typen. Damit meine ich mit Fußballern, die die richtige Einstellung dazu haben, zum Beruf
und vor allen Dingen eine Einstellung zum Zusammenwirken und Zusammenarbeit. Und das war der Fall. Und dann gab es eine Situation, da haben mir mehrere Leute gesagt, die musst du unbedingt die beiden fragen, was da gewesen ist, vor allem den Peter erstmal. Du bist dann kurz vor Schluss der Saison vom FC Schalke geholt worden. Ich war damals schon Dauerkartenbesitzer. Im April. Und habe jedes Spiel gesehen. Die Mannschaft stand wirklich kurz vor dem Abstieg. Ja. Didi Ferner, der auch vorher in Aachen ja dein Vorgänger war, wurde entlassen. Es gab ein Spiel, ich kann mich da noch dunkel dran entsinnen, gegen Darmstadt. Ja. Da hat Schalke 4-3 verloren. Ja. Es kam zu Zuschauerausschreitungen und der Schiedsrichter wurde in seinen Allerwertesten getreten. Ja, vom Werder voller geschützt. Es wäre noch mehr passiert. Und daraufhin hat Schalke 04 eine Platzsperre bekommen. Genau. Und das war dann Einstieg quasi. Erster Heimspiel war sozusagen auswärts in Hannover, glaube ich, damals. Ne? Ja, wir haben in Hannover gespielt. Aber erzähl kurz, das müssen wir aufklären. Wie war das damals mit Schalke, als sie dich geholt haben? Es gibt da vorne, sehe ich gerade, von den Stellen eine Frage. Grade, auch da kommt auch gerade, also Fragen kommen ohne Ende. Ich hoffe, die kriegen wir alle noch irgendwie unter in der Sendung. Aber eine Frage kommt gerade rein von dem Schalke-Fan, gerade auch bezogen auf diese Zeit, auf den Wechsel zu Schalke damals, 89. Der ja doch sagenumwoben ist vom Peter und der User fragt, Peter, wer hat dich denn jetzt geholt? Der Sonnenkönig Günther Eichberg persönlich oder doch seine Lebensgefährtin, die Herzogin? Die Gräfin, nicht die Herzogin. Nein, das war eine gute Geschichte, das stimmt. Also Günther Eichberg ließ anrufen. Ich war Trainer bei Alemannia Aachen noch und war bereits dann zu Hause, Kneipenbesuch abends gehabt und kurz vor 12 ging das Telefon. Günther Eichberg hat schon das ein oder andere Gläschen getrunken. Ich hatte so viel getrunken, dass ich auf jeden Fall noch Auto fahren konnte. Er fragte mich, ich habe gehört, Ihr Vertrag läuft aus bei Alemannia Aachen. Wir sind bereit, Sie sofort zu verpflichten, wenn Sie Interesse haben. Wir zahlen auch den neuen Trainer von Alemannia Aachen. Rolf Grünter war es damals. Und wir zahlen eine Ablösesumme. Das möge ich den Aachenern sagen. Aber wenn Sie Interesse haben, kommen Sie bitte vorbei. Kommen Sie vorbei. Ich wohne in Düsseldorf, Herbelstraße oder wie auch immer. Ich kann mich heute noch gut daran erinnern. Ganz kurz, weil deine Frau nicht zugehört heute Abend, die ist nicht dabei, kannst du ganz offen sein? Ich bin immer offen, meine Frau kennt die Geschichte. Du musst noch erläutern, war das so, dass die Christa Paas damals im Bademantel empfangen hat? Ich bin also dann des Nachts also losgefahren, sofort von Aachen, volles Rohr nach Düsseldorf, klingeln an der Tür, Eichberg nicht da, Krämers, der Manager nicht da. Christa Paas öffnete mir, die Lebensgefährtin vom Präsidenten Eichberg, Gräfin genannt auf Schalke, öffnete mir mit einem türkisfarbenen Bademantel. Ja, was drunter war, weiß ich nicht. Ich habe ja nur den Bademantel gesehen. Und hübsche Augen, ganze Augen gehabt von mir aus. Öffnete mir die Tür und sagte, der Günther kommt später. Wir können ja schon mal uns unterhalten. Oh, herzlichen Glückwunsch, dachte ich mir. Abends 12 Uhr unterhalten mit der Frau des Präsidenten, habe ich einen guten Einstieg. Ja, eine Stunde dauerte das Ganze. Ich habe mir da was getrunken geben lassen und so weiter. Und wir haben uns unterhalten, ganz toll unterhalten, wunderbar. Und nach einer Stunde dieser Zweisamkeit kommt Günther Eichberg mit Helmut Krämers, dem damaligen Manager von Schalke 04, rein. Wollte mit mir sprechen und in der Tür befindlich wollte er seine Frau begrüßen, also seine Lebensgefährtin begrüßen. Daraufhin sagte die Gräfin, Günther, den nehmen wir. Oh, sage ich, Entschuldigung, aber verhandeln wäre auch nicht schlecht, so nebenbei noch ein bisschen. Was wir dann gemacht haben, und diese Verhandlungen, die kann man wirklich kaum wiedergeben, die gingen innerhalb von 10 Minuten über die Bühne, es war also alles klar, dass ich nach Schalke gehe, denn ich habe mir zum damaligen Zeitpunkt gesagt, auch mit dem einen oder anderen Spieler, wie Didi zum Beispiel, darüber gesprochen, dass da irgendwo was im Nachhinein, ich bin davon ausgegangen, den Klassenhalt schaffen wir, wie auch immer, aber für die Spieler auch was passiert, die in Aachen eben Leistung gebracht haben. Und wenn ich mit Aachen aufgestiegen wäre, hätten sich 350.000 Menschen im Grenzlandgebiet um Aachen herum wahnsinnig gefreut, vollkommen klar, aber mit dem Konzept wäre die erste Liga nur kurzfristig gewesen. Wenn ich aber diese Situation mit Schalke 04 überstehen sollte, rein vom Karriereschritt her, Schalke war eigentlich schon mit einem Bein in der dritten Liga und in der dritten Liga hätte Schalke 04 nicht mehr stattgefunden, dann hätten das Millionen Fußballfans in ganz Deutschland mitbekommen. Und da habe ich das große Entree gehabt, im Prinzip auf die große Bühne des Fußballs zu treten. Ich habe die Sache dann eben freudig erregt wahrgenommen. Man darf nicht vergessen, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Und von daher war es ein Schritt wieder zurück nach Hause. Also es war für mich großartig. Und was dann gelaufen ist letztendlich, das war eigentlich der richtige Beginn einer, ja wie auch immer, interpretierbaren Karriere, die ich habe machen dürfen. Schalke 04 war meine große Eintrittskarte. Also ich war dabei am 11. Juni 1989 bei dem legendären Spiel gegen Blau-Weiß 90 Berlin. Schalke musste gewinnen, um den Klassenerhalt einzufahren. Volles Stadion. Wie war das damals für euch? Wie war der Druck? Wie hast du das empfunden? Ja, wir hatten das Spiel. Hast du geglaubt damals? Wahrscheinlich ja.
Zu Anfang hatten wir Hoffnung. Dann hatten wir eine Mannschaft, wir konnten ja nicht mehr reagieren. Tanne Fichtel, mein damaliger Co-Trainer, ein Schalker durch und durch, ein überragender Fußballer, der sagte mir, als ich gekommen bin, bist du eigentlich wahnsinnig, was übernehmen wir hier eigentlich, was übernimmst du hier eigentlich? Er war ja schon Co-Trainer, ist auch Co-Trainer geblieben. Wir haben hier einfach nur Blinde, die können alle gar nichts. Sag ich, Tanne, das müssen wir umbewerten. Wir kriegen jetzt in der Endphase keine neuen Spieler mehr. Wir werden die Spieler, die wir jetzt haben, einfach so stark reden. Die glauben im Prinzip, die werden alle Weltklasse, die spielen wirklich so wie ich, nur in der falschen Klasse. Das haben wir dann gemacht und haben anfänglich Probleme gehabt, das Ganze in den Griff zu bekommen. Dann haben wir ein Trainingslager gemacht, ein Trainingslager unter Bedingungen, die heutzutage kein Profi mitgemacht hätte. Die wären sofort nach Hause gefahren, hätten sich geweigert. Es war also unmöglich, da normal zu trainieren. Wir haben die Sache uminterpretiert und haben gesagt, das sind die besten Bedingungen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Dieser Rasen, der kein Rasen war, der ist besser als der Rasen in Wembley. Also rächt euch nicht auf, guckt auf euren Tabellenplatz und guckt vor allen Dingen, für welchen Verein ihr spielt. Und guckt mal nach draußen. Heute gegen Berlin zum Beispiel sind 70.000 im Stadion. Ja, die beten, im wahrsten Sinne des Wortes, die beten. Und Rentner haben Gelder gesammelt. 5 Markscheine, 10 Markscheine, zusammengeschmissen in ein Briefkuvert, übergeben, bitte, aber wir dürfen nicht sterben. Sterben heißt absteigen. Also mit diesem Bewusstsein, mit diesem Umfeld konnte man eine ganze Menge bewegen. Und wir haben da Kräfte freigemacht, die eigentlich fast schon unmenschlich waren. Und wir haben, oder ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt, das erste Mal in meinem Leben, ich war in allen Stadien dieser Welt, in allen Stadien auch vollbesetzt. Aber ich habe noch nie erlebt, wie, krass ausgedrückt, ein Stadion Einfluss nehmen kann wie auf ein Spiel. Wir liegen in diesem Spiel, was wir gewinnen mussten, um drin zu bleiben. Oder Lizenzentzug und Ähnliches hätte gedroht. Ja. Wir mussten gewinnen und wir liegen gegen einen Gegner, der gewinnen musste übrigens, um in die Relegation, Aufstieg in die erste Liga zu kommen. Und wir liegen 1-0 zurück. 12. Minute, Schlumberger macht das 1-0 für Blau-Weiß 90. Und man stelle sich vor, 70.000 Zuschauer im Stadion. Herrlichste Wetter, du warst mit im Stadion. Ja, und man sagt ja immer so ganz schnell, ich habe die Stecknadel fallen hören. Ja? Es war eine gähnende Stille im Stadion, die beeindruckend war. Entsetzen. Bis auf einmal, ich schätze mal 1-2 Minuten maximal nach diesem Treffer, der da gefallen ist, als in der Kurve die Trompete geblasen wurde, zur Attacke geblasen wurde. Und da haben 70.000 Schalker, Berliner waren so gut wie gar keine da, mit einem Mal ein Schalke von sich intoniert, ja, dass du das Gefühl hattest, der Ball schwebt auf einer Welle weiter nach vorne, immer in Richtung Berliner Tor. Und dann machten wir einen Ausgleichstreffer und dann gewannen wir dieses Spiel 4-1 und das war ein Fußballspiel. Da könnte ich, was ja leider nicht mehr passieren wird, 20 Mal irgendwo Meister werden, Europapokalsieger werden oder Ähnliches. Dieses Spiel von der Atmosphäre her, von der Stimmung her, ist einfach nicht zu toppen und das war Schalke 04 pur. Und das mitzuerleben war ein Ding, das kann man mit Geld gar nicht bezahlen, das kann man normalerweise auch gar nicht erleben. Also ich kann es nur bestätigen, es war wirklich ein hammergeiles Spiel und die Atmosphäre war sensationell. Und das als Schalker miterleben darfst, diese Rettung der Mannschaft, die damals wirklich klinisch tot war, bevor du gekommen bist, dann war das schon echt ein Highlight. Und deswegen hast du ja auch diesen Status bei vielen Schalke-Fans noch, die das eben miterlebt haben. Didi, und dann bist du gekommen nach Schalke im Jahr danach. Die Klassenerhalt war gesichert. Und du hast 3 Top-Jahre auf Schalke hingelegt. Bist Mannschaftskapitän geworden. Auch da war immer Didi, der Schlachtruf der Fans. Wie waren die 3 Jahre für dich? Und du hast dann in einem Spiel aufgehört. Davon musst du uns vielleicht auch noch kurz erzählen. Besser kann man als Schalke eigentlich seine Karriere gar nicht beenden. Ja, das war für mich natürlich nochmals eine Riesengeschichte. Peter war ja in Aachen Trainer und als er mir dann sagte, pass auf, ich habe das Angebot aus Schalke und ich gehe weg, da habe ich erstmal gedacht, ach du Schande, wie geht's jetzt hier weiter? Weil ich hatte vorher meinen Vertrag noch verlängert. Ich hatte zu dem Zeitpunkt hatte ich ein Angebot von Roda Kerkrade, hatte mich angesprochen gehabt und das habe ich dem Peter dann auch erzählt und die Aachener dann sofort haben auch noch eine kleine Schippe drauf getan, damit ich noch ein Jahr bleibe. Ja, und hatte meinen Vertrag dann verlängert, weil ich erst nur für ein Jahr unterschrieben hatte. Ja, war ich natürlich erstmal ein bisschen geschockt. Aber da sagte Peter zu mir, mach dir keine Sorgen. Wenn alles gut läuft, ich schaffe den Klassenerhalt, dann hole ich dich. So, gut. Also habe ich erstmal weitergespielt, gab dann direkt ein paar Differenzen mit dem Kollegen Grünter, wo ich vorher hatte ich noch gegen ihn gespielt in meiner Zeit als Spieler beim MSV Duisburg. Und ja, der hatte natürlich eine Hasskappe und da haben sich Szenen abgespielt, habe ich noch nie im Leben erlebt. Sowas war schon teilweise lustig. Ja, und dann Peter hat den Klassenerhalt geschafft. Ich hatte gegen Blau-Weiß war ich nicht im Stadion, weil wir selber spielen mussten. Ich war dann 14 Tage später im Stadion. Weiß gar nicht mehr, gegen wen dort gespielt worden ist. Aber ist auch gewonnen worden, das weiß ich noch. Ja, und
da bin ich ja heute noch und ich habe ja Peter eine Menge zu verdanken. Einmal hat er mich geholt, wo ich kurz davor war, was weiß ich was zu machen, als Trainer oder als Spieler. Und ja, und dann haben wir in Aachen eine tolle Zeit gehabt. Dann hat er mich halt nach Schalke geholt. Das war auch für mich nochmal zum Abschluss. Ich wusste ja nicht, dass das schon der Abschluss ist, aber es war einfach nochmal eine ganz wahnsinnige Geschichte. Hatte natürlich auch das große Glück, muss ich sagen, dass ich sofort Fuß gefasst habe, was sicherlich auch nicht immer einfach ist, sofort in einen so großen Verein zu kommen, wo auch ein gewisser Druck ist von außen, wo die Leute auf einen schauen, extrem schauen. Und, aber ich habe da einfach mein Ding gemacht, so wie ich es überall gemacht habe. Und vor allen Dingen ist es bei mir immer so, wenn mich einer holt und Vertrauen in mich setzt und Peter wusste, wie er mit mir umzugehen hat, sei es von Freiheiten her, die ich habe, aber er wusste auch genau, Moment mal, auf den kann ich mich blind verlassen, dem gebe ich auch alles zurück. Und so habe ich halt Peter in dieser Zeit alles zurückgegeben, aber auch dem Verein und den Fans. Und deswegen hatte ich dann auch diese guten Jahre auf Schalke und dieses Didi, ja, weiß ich auch nicht, das ist fast vom zweiten Spiel an gewesen. Und vielleicht konnten Sie sich auch noch daran erinnern, dass ich gegen mit Alemannia Aachen das 2-0 damals gegen Schalke gemacht habe, als sie bei uns zu Gast waren, mit dem Horst Franz damals noch als Trainer. Und dann habe ich dort zweieinhalb Jahre richtig tolle Zeit gehabt. Wir sind aufgestiegen in die erste Bundesliga. Da habe ich dann das erlebt, was ihr dann erlebt habt bei dem Spiel gegen Blau-Weiß. Ich habe das dann erlebt im Spiel gegen, was war das, gegen Fortuna Köln. Als wir zum Stadion gefahren sind, wo die Polizeieskorte, die Leute auf der Autobahn, auf den Autos standen, wir ins Stadion gekommen sind. Hier, Erwin Weiß, Peter, weißt du noch, wo wir mal die Platte damals mit aufgenommen haben auf Sylt? Er war nur, wenn er Mäuschen beißt und Schalke 04 am Singen und wir waren ja da in Jubel-Trubel-Stimmung. 70.000 im Stadion, die uns gefeiert haben und wir haben ja Gott sei Dank dieses Spiel auch 2-1 gewonnen und danach auf dem Vorfeld, wo 100.000 Menschen uns auf der Bühne gefeiert haben. Da hatte ich dieses von Gänsehaut, ja, was klar, da wirklich, klar, was man erlebt hat und wie man weiß, wie Schalke ist. Dann waren wir in der ersten Liga und ja, für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen, weil ich wollte immer wieder zurück in diese erste Liga. Ich habe ja mehrere Versuche gestartet mit gewissen Vereinen und mit Schalke ist mir das jetzt gelungen. Jetzt war ich endlich wieder am Ziel. Ja, und dann machte ich auch die ersten 5 Spiele, inklusive einem legendären Pokalspiel in Erfurt, was wir damals verloren haben in Rot-Weiß Erfurt und spielten dann gegen Borussia Dortmund zu Hause. Wir kamen mit einer Niederlage aus München, dort hatten wir 3-2 verloren und spielten dann gegen Dortmund zu Hause und ich, wir haben Samstagnachmittags gespielt und freitagsabends merkte ich schon irgendwie, boah, meine Knochen taten so weh, mein ganzer Körper, ich konnte mich kaum bewegen. Anderen Morgen wachte ich auf, hatte schon Probleme aus dem Bett rauszukommen. Ich zum Trainer, damals war Alexander Ristić Trainer, ich zu ihm hin, ich sage, Trainer, ich weiß nicht, ob ich heute spielen kann. Ganz ehrlich, ich kann mich kaum bewegen und wenn ich mich nicht bewegen kann, was soll ich da rumlaufen? Es sind 70.000 Menschen und ich laufe dann herum wie ein Roboter. Geht gar nicht. Und er sagte dann in seinem charmanten, Junge, bleib ruhig, werden wir machen. Ja, und dann hat er damals einen Physiotherapeuten gehabt, der hat mir dann Quaddeln gesetzt und dann sagt er noch, pass auf, fährst du Rolltreppe runter, 70.000, deinen Namen rufen, hast du keine Schmerzen mehr. Ja, so war es wirklich. Ich bin die Rolltreppe runtergefahren, ich habe mich warm gemacht, ich war so voller Adrenalin, ich war so fokussiert auf dieses Spiel und mein ganzer Körper war nur darauf ausgerichtet, hier heute zu gewinnen. Ja, und dann haben wir da ein sensationelles Spiel gemacht. Wir haben Borussia Dortmund, das war eines der ersten Spiele von Ottmar Hitzfeld damals, haben wir mit 5-2 geschlagen. Alle freudentrunken, happy, alles ohne Ende. Ich dann abends nach Hause gefahren nach dem Spiel, schlafen gegangen, anderen Morgen war Training. Ich bin nicht mehr hochgekommen, ich bin nicht mehr aus dem Bett gekommen. Habe dann immer wieder Versuche gestartet. Mein Rücken, meine Sprunggelenke, immer wieder versucht, dann war ich in Reha, das. Und irgendwann sagte mir dann, pass auf, wenn du weiterspielst, dann sitzt du irgendwann im Rollstuhl. Das geht nicht mehr, du bist platt. Und ich muss dazu sagen, ich habe aber auch in diesen 2,5 Jahren auf Schalke ca. 100 Kortisonspritzen in meine Füße reinbekommen, in meine Sprunggelenke, dass ich immer wieder auch spielen konnte, weil es war eine andere Zeit. Du musstest spielen.
um richtig Geld zu verdienen, musstest du spielen. Sie sagt, ja, Leistungsprämien und Ähnliches. Ne? Du hast nicht die Zeit gehabt wie heute, dass du mal eben ein halbes Jahr zu Hause bleiben kannst, in Anführungsstrichen, oder dich wieder fit machen. Nee, du musstest spielen und auch der Trainer, sei es Peter oder sei es andere Trainer, die wollten auch, dass du spielst. Und du hast es auch dir selber gesagt, das war einfach aber auch meine Einstellung. Ihr habt mich nicht krank schreiben, so was gab es für mich gar nicht zu fehlen für irgendwas. Du hast immer wieder da gestanden. Im Nachhinein muss man natürlich sagen, war vielleicht ein Fehler, aber trotzdem war es für mich eine sensationelle und wahnsinnige Zeit und das werde ich niemals vergessen. Aber das habe ich aber auch, und da bin ich auch ganz ehrlich, da habe ich Peter einfach zu verdanken, dass ich zu diesem tollen Club kommen durfte. Habe dann Alexander Ristić natürlich auch eine Phase mit ihm durchgemacht, muss ich auch sagen. Er wollte mich auch testen, weil er wusste, Moment mal, das ist ein Peter Neururer Junge, hat mir die Kapitänsbinde abgenommen, dann habe ich sie wiederbekommen. Er wollte einfach nur gucken, wie ich reagiere. Ja, und, aber da ich Profi durch und durch bin, habe ich das Ding auch durchgezogen, ohne Wenn und Aber. Ja, die Nummer war ja die, dass Alex Ristić im Prinzip ja ein saublödes Erbe angetreten hat. Er ist Nachfolger von mir geworden. Das kann so schwer sein. Nein, darum geht es ja nicht. Aber wenn ich einen Trainer beurlaube, heute sehe ich das aus anderer Sicht, dann frage ich den Trainer logischerweise, was machst du eigentlich anders als der andere? Denn den anderen habe ich beurlaubt, da waren wir Punkte gleich, aber mit MSV Duisburg an erster Stelle stehend, weil ich finde Tabellen Zweiter, also auf dem Aufstiegsrang, die Mannschaft also übernommen, Klassenhalt geschafft, im nächsten Jahr mit einer nominell schwächeren Mannschaft, die dir gerade erzählt, dass es sehr, sehr schwer war, in die Mannschaft zu kommen. Es war schwer, in diese Mannschaft zu kommen, weil diese Mannschaft, die ja im Prinzip nominell noch schwächer besetzt war als die Mannschaft zuvor, die fast abgestiegen war, musste aber nach Wunsch der Leute aufsteigen. Und Didi hatte doch ein großes Problem, er selber nicht, sondern das Umfeld hatte eins. Wir haben den teuersten Innenverteidiger verkaufen müssen, um die Lizenz überhaupt zu bekommen. Klinkert spielte damals Innenverteidiger bei Schalke 04. Der musste für damalige Wahnsinnssummen 850.000 Mark nach Borussia Mönchengladbach transferiert werden, sonst hätten wir gar keine Lizenz bekommen auf Schalke. Und in diese Fußstapfen zu treten, ein junger Spieler, ein talentierter Spieler, war für Didi natürlich irgendwo ein Rucksack, den er mitgeschleppt hat, aber den dann im Prinzip schon in der Vorbereitung abgeschüttelt hat, der war aus der Mannschaft gar nicht mehr rauszudenken. So, diese Mannschaft ist jetzt plötzlich erfolgreich, steht oben und dann wird aus persönlichen Dingen auch immer der Trainer beurlaubt, was für mich natürlich der größte Schlag ins Gesicht war. Diese Mannschaft, die ich zusammengestellt habe, die letztendlich dann aufgestiegen ist, die darf ich nicht mehr bis zum Ende trainieren. Und dann kommt ein neuer Mann, Alex Ristić, der dafür ja gar nichts kann. Aber der muss ja irgendwas anderes machen. Und da vergreift der Alex sich mehr oder weniger in einer Maßnahme, die letztendlich aber nicht schädlich war, denn die Mannschaft ist trotzdem aufgestiegen, dem Kapitän die Binde zu nehmen und so weiter, weil derjenige mit dem alten Trainer gut klargekommen ist. Irgendwas muss er ja anders machen. Und das war vom Pädagogischen her glücklicherweise auf Leute ausgerichtet, die resistent waren, wie der Didis eben war. Sensiblere Spieler hätte das nicht treffen dürfen, dann wäre möglicherweise dieses große Ziel Aufstieg doch kaputt gegangen. Aber er muss man ja sagen, er hat es ja wiedergegeben. Das hat er dann vor dem Spiel gegen MSV Duisburg, also zwei Spiele weiter. Erst hat er gefragt, hast du Probleme damit? Ich sage, nö, ich sage, Trainer, Hauptsache ich spiele. Alles andere interessiert mich nicht. Ja, und dann vor dem MSV-Spiel, früher musstest du immer so einen Spielberichtsbogen unterschreiben. Dann ist dann der, ich weiß nicht, wie der hieß, der ist dann gekommen und sagte, zum Lugi ging er hin. Aber Lugi war, den kannte er auch alle aus Düsseldorfer Zeit. Ja, und dann wollte Lugi unterschreiben und dann, ey Junge, was machst du? Didi ist Kapitän. Und von da an hat er aber dann auch durchgezogen und das war dann schon, muss man schon sagen, eine gute Geschichte. Aber liebe Fußballfans, ich glaube, wir haben jetzt sehen können, dass wir zwei echte Fußball-Haudegen dabei haben, die ganz, ganz viel Erfahrung im Profisport gesammelt haben. Beide haben ihre Karriere fortgesetzt. Didi war Co-Trainer in Wuppertal, bei Fortuna Düsseldorf, in vielen anderen Mannschaften Cheftrainer. Peter hat weitergemacht, hat den VfL Bochum zu großem Erfolg gebracht, auch in den UEFA Cup damals reingebracht, für Bochum eine Sensation. Also beide haben ganz, ganz viel noch nach diesen gerade beschriebenen Stationen erreicht. Machen wir jetzt mal den Cut, weil ich glaube, dass beide in der Lage sind, erstklassig und mit sehr viel Hintergrundwissen die aktuelle Situation des hiesigen Fußballs zu beurteilen. Und bevor wir auf den MSV Duisburg als erstes kommen, einfach eine Frage mal an euch beide. Wenn ich jetzt den Fußball mal so betrachte, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach spielen sehr stabil und konstant, wirklich ganz oben mit dem deutschen Fußball. Aber alle anderen Vereine hier aus der Region, wenn man in der vierten Liga anfangen, Rot-Weiß Essen seit ewigen Zeiten, jetzt zwar Tabellenführer, aber immer in der vierten Liga, Alemannia Aachen, wenn man so weit den Radius zieht, vierte Liga, Rot-Weiß Oberhausen, Krebs darum,
Der MSV ist jetzt im Abstiegskampf in der dritten Liga. Bochum kommt nach 10 Jahren immer noch nicht raus aus der zweiten Liga. Schalke ist Tabellenletzter. Was ist los im Fußball an Rhein und Ruhr? Das muss man natürlich äußerst differenziert betrachten. Also die Probleme, die bei Schalke 04 im Augenblick existent sind oder, die waren Jahren, separat. Ja, genau. Oder sich langsam aufgebaut haben seit Jahren, sind natürlich kaum zu vergleichen mit den Problemen bei Rot-Weiß Essen oder beim MSV Duisburg. Das sind auch andere Lager und andere Strukturen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir von Vereinen reden, mit wahnsinniger Tradition behaftet. Tradition wird ja oftmals als Begriff für alles, aber nur Gute verwandt. Es gibt auch andere Traditionen, gar keine Frage. Und Hoffenheim zum Beispiel 1899 oder wann auch immer gegründet, hat auch eine Tradition. Nur diese Tradition hat nicht so viel Geschichten, also eine andere Wertigkeit. Ja. Hier im Ruhrpott ist es so, der gesamte Ruhrpott lebt den Fußball und der Fußball lebt auch durch den Ruhrpott, durch die Menschen, die dabei sind. Und leider ist es bei den meisten Traditionsvereinen, die ich habe glücklicherweise trainieren dürfen, ja, das ist eine riesengroße Ehre für mich, dabei gewesen zu sein bei einigen Vereinen, bei der Entwicklung des Vereines, der Vereine, aber eben auch bei der Rückentwicklung der Vereine, musste ich immer wieder feststellen, dass all die gerade angenannten Vereine, lassen wir außen vor, Schalke 04 außen vor, aber ein Sammelbecken von Personen waren, von Persönlichkeiten waren, die teilweise in ihren Bereichen wirtschaftlicher Art erfolgreich waren, aber diese Vereine und die Plattform, diese Vereine genutzt haben für eine Plattform für sich selber. Und nicht für die Vereine gearbeitet haben, sondern für sich selbst, für ihr eigenes Image, für ihr eigenes Weiterkommen. Losgelöst von irgendwelchen finanziellen Zwängen, die daraus entstanden sind oder die damit reduziert wurden oder möglicherweise auch verändert wurden. Und das ist das Traurige. Man hat da Ziele des Vereines, das Umfeld des Vereines, Strukturen des Vereines total außen vor gelassen und die Möglichkeiten, die Gesamtstrukturen benutzt, um sich selber zu präsentieren. Und wenn ich da die Fluktuation sehe in den Führungen verschiedener Vereine, dann hat man die Begründung schon dafür, dass sowas einfach nicht laufen kann. Und Beispiele sind ja jetzt die wieder wach werdenden Vereine. Gehen wir davon aus, dass Rot-Weiß Essen in diesem Jahr, wenn wir von der vierten Liga mal ausgehen, in diesem Jahr endlich aufgrund der Aufstiegsregelung endlich dabei sind, dass der Meister endlich mal aufsteigen darf und keine weitere Relegation spielen muss. Sollten Sie normalerweise, wenn Borussia Dortmund mit der zweiten Mannschaft nicht plötzlich Leute abstellt, was ja möglich ist, wenn die U23 sind, sollte Rot-Weiß Essen in diesem Jahr den Weg schaffen, dann hätten Sie einiges aus Ihrer guten Vergangenheit wieder aufleben lassen und werden wieder zurück in die Gefilde, in die Sie eigentlich hingehören. Mhm. Über die dritte Liga dann vielleicht genauso weiterarbeitend und weiterdenken, wieder zurück in den richtigen Fußball. Ist Tradition die ein Hindernis in der heutigen Zeit für Vereine, die aus dem Kohlenpott hier sind? Ja, ich glaube manchmal, dass viele Vereine, sagen wir mal jetzt wie zum Beispiel Rot-Weiß Oberhausen oder auch Rot-Weiß Essen, dass alle so ein bisschen in der Vergangenheit weiterleben. Sie denken immer noch, sie wären der Profiklub und wissen gar nicht, dass sie in der Amateurliga spielen. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Ist ein Verein, der existiert heute nicht mehr. Union Solingen war das auch. Jahrelang so. Die haben immer noch gedacht, sind Profis von allem drumherum, was sie gemacht haben mit Pressekonferenzen, Fanclubs etc. Und man muss sich ja auch daran gewöhnen, an den Umstand, dass man in einer Amateurliga spielt. Regionalliga ist einfach eine Amateurliga, auch wenn der ein oder andere Verein unter Profibedingungen arbeitet. Aber trotzdem sind das in Anführungsstrichen Amateure, ja, das heißt ja auch Vertragsamateure auch, die gar keinen richtigen Profivertrag haben. Peter, du weißt selber mit Wattenscheid 09, was du erlebt hast. Auch das ist ein Verein, der immer nur in der Vergangenheit gelebt hat, sehr viel. Und das ist das große Problem, dass die Vereine, auch Alemannia Aachen, das nicht so schnell schaffen, sich daran zu gewöhnen. Und deshalb bleiben die auch so viele Jahre in diesen Ligen. Ich hoffe, für Rot-Weiß Essen würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn die hochkommen würden. Weil wenn ich sehe, dieses Potenzial an Zuschauern und an Fans, ich weiß noch, wie als ich mit Bergisch Gladbach in der Regionalliga war, wir haben dort gespielt, 12.000 Zuschauer gegen Bergisch Gladbach zum damaligen Zeitpunkt. Oder als sie bei uns, wir haben sie sogar geschlagen im Bergisch Gladbach 2-1, da waren 5.000 Zuschauer, davon waren 3.5 aus Essen. Also das war Essen hat im letzten Jahr in der vierten Liga einen Schnitt von über 11.000 Zuschauern, das muss man sich mal vorstellen. Und der einzige Regionalliga-Verein, Dortmund, Gladbach muss und der erste FC Köln muss man außen vor nehmen und außen vor lassen, weil die ja die Zweitvertretung der Profiabteilung sind. Aber der einzige Verein, demzufolge, der imstande ist, nur durch die Zuschauerzahlen alleine die Liga rein finanziell zu stemmen. Ja. Das ist unglaublich. Und Didi hat recht, dass das Umdenken, ja,
ich als Traditionsverein, als ehemaliger Erstligist, sich plötzlich in der vierten Liga befindet, fühlt sich immer noch wie ein Profiverein, ist aber im Amateurbereich. Wobei, das mit dem Amateurbereich muss ich dir teilweise nicht widersprechen, aber differenzierter darstellen. Wattenscheid 09, der Beispiel, was du genannt hast, richtig. Sie spielten in der vierten Liga, hatten einen Wahnsinnsinvestor, der nicht wusste, was Sache war, der die Mitglieder belogen hat, denen falsche Sachen vorgeführt hat und erzählt hat. Aber die Mannschaft hat unter professionellen Bedingungen trainieren dürfen. Die haben teilweise zweimal am Tag trainiert, wie Profis eben auch. Die haben alle Möglichkeiten oder hätten alle Möglichkeiten gehabt, um diese Liga zu verlassen, weil sie professionell gearbeitet haben. Die sind nachher leider nur nicht bezahlt worden, von daher ist alles zusammengebrochen. Aber diese spezifisch unterschiedlichen Dinge in dieser vierten Liga, die machen es ja gerade aus. Da sind einige dabei, die wirklich reine Amateure sind, die natürlich für ein gewisses Entgelt, Fahrgelder oder wie immer spielen, und andere kommen eben finanziert durch Profi-Abteilungen in diese Liga, und dann geht es los. Ne? Das Verhalten selber, das ganze Kognitive im Amateurbereich für einen Traditionsverein wie Essen, wie Oberhausen und können wir noch mehrere nennen, ist natürlich wahnsinnig schwer, weil die jeweiligen Gegner, die wirklichen Amateurvereine, jedes Mal glauben, wir haben das Spiel des Jahres, wenn wir gegen Rot-Weiß Essen zum Beispiel spielen. Das ist vom Motivationscharakter her eine ganz andere Geschichte. Ich sehe gerade von André Strehl, die MSV-Fans haben sich hier verstärkt zu Wort gemeldet. Machen wir also den Schwenk in die dritte Liga und schauen, was für Zuschauerfragen aus dem Netz reingekommen sind zum MSV. Ja, es kommen wirklich unglaublich viele Fragen, von daher müssen wir jetzt ein bisschen auf die Tube drücken und ich bitte dann auch um kurze Antworten, damit wir möglichst viele da auch berücksichtigen können. Neben Fragen, das vorwegkommen, auch extrem viele Komplimente. Also Didi und Peter, das sind noch echte Typen, wird hier genannt. Dann sagt Holger Benninghoff über Facebook, der Peter, der hat ja noch mehr Feuer für Schalke als das ganze jetzige Team. Also da sind wirklich begeisterte Stimmen. Viele Fragen zu Schalke, kommen wir gleich. Jetzt mal Fragen zum MSV. Da hat uns User MSV Kasi zwei Fragen geschickt. Eine an den Peter, eine an die Didi. Und das ist ganz witzig, der User hat auch noch per Mail uns ein Foto geschickt. Und zwar Peter Neururer in seinen besten Tagen hier zu sehen, nämlich mit den beiden Kids unseres Fans MSV Kasi aus Kempen. Und das ist anlässlich des Spiels gewesen, RWO gegen MSV. 2009 ist das, glaube ich, gewesen, damals 1-0 für RWO und Trainer damals, auch da wieder eine Verbindung zu Schalke, Jürgen Luginger. Ja, das war ein Foto nach dem Spiel und genau der User fragt jetzt eben eine ganz entscheidende Frage. Beim MSV hat es ja vor ein paar Wochen den Trainerwechsel gegeben von Lieberknecht zu Lettieri. Der hat ja wirklich sehr, sehr, das kann ich persönlich bestätigen als Fan, sehr heftige Reaktionen bei den Fans hervorgerufen. Die waren da gar nicht mit einverstanden. Und der User fragt an Peter, hätte man den Wechsel nicht besser schon direkt am Ende der letzten Saison, also im Sommer nach dem verpassten Aufstieg durchführen sollen? Und hat Gino Lettieri, der aktuelle Trainer, eigentlich das Zeug dazu, den MSV in die zweite Liga zu bringen? Das vielleicht ein bisschen optimistisch, weil eigentlich muss man ja fragen, rettet der den MSV vor der vierten Liga? Das fragen ganz viele. Wird der MSV absteigen? Peter, wie ist da deine Sicht drauf? Also zuerst einen Trainerwechsel zu kommentieren, ob richtig, berechtigt oder nicht berechtigt, steht mir nicht zu, weil ich nicht weiß, was da konkret intern vorgefallen ist. Die Punktzahl sagt eine Menge aus. Aber was ich sagen kann, ist vergleichbar zum Beispiel mit der Situation auf Schalke mit David Wagner. Der Zeitpunkt der Trainerbeurlaubung, der war die einzige Katastrophe. Zu dem Zeitpunkt darf ich niemals einen Trainer rausschmeißen. Wenn überhaupt, dann muss ich es vorher machen. Denn der neue Trainer hat keine Möglichkeit mehr auf die Gesamtentwicklung der Mannschaft, auf die Gesamtentwicklung innerhalb der Saison. Von daher, der Zeitpunkt war schlecht, gar keine Frage. Die andere Frage, schafft Lettieri den Aufstieg in die zweite Liga im Augenblick utopisch? Ich habe die große Hoffnung und glaube auch, dass der MSV rein sportlich mit Lettieri den Klassenerhalt in der dritten Liga schafft. Aber die Nummer ist ja die, er hat es ja schon mal bereits gezeigt, dass er es kann. Er ist mit dem MSV Duisburg schon mal aufgestiegen. Was danach passiert ist, warum
in die Schwierigkeiten geraten. Warum entlassen? Sind wiederum interne Dinge. Aber dass er aufsteigen kann, dass er eine Mannschaft nach oben führen kann, hat er gezeigt. Nur jetzt ist ja ein anderes Ziel. Der MSV kann leider in diesem Jahr nicht mehr aufsteigen. Jetzt gilt es nur eins, alle Kräfte zu bündeln, die Finanzen in Ordnung zu bringen, sodass nach einem gesicherten Klassenerhalt möglicherweise frühzeitig geplant werden kann für die neue Saison, damit in der neuen Saison endlich mal ein richtiges Ziel für den MSV wieder zu formulieren ist, nämlich wieder Aufstieg in die zweite Liga. Gut, das wünschen sich natürlich viele oder alle beim MSV. Zweite Frage auch von MSV Kasi an den Didi. Didi, du bist für uns MSV-Fans ein echtes Urgestein. Hat dich das MSV-Management schon jemals darauf angesprochen, dich einzubinden in die Führung oder als Trainer in irgendeiner Funktion? Kam da was vom Verein? Also ich war ja unter Pierre Littbarski damals zweiter Co-Trainer. Ich habe auch in der Jugend gearbeitet dort und war aber nur eine Art Honorar-Co-Trainer. Und dann hat Pierre Littbarski leider Gottes nicht so viel Erfolg gehabt beim MSV Duisburg. Und dann hat man mir auch gesagt, jetzt soll ich mich wieder um die Jugend kümmern. Da brauchen wir jetzt nicht nur zwei Co-Trainer etc. Und danach, das Verhältnis zum MSV ist dann besser geworden. Ich bin dann auch ab und zu mal eingeladen worden beim MSV von Vorstand. Ansonsten gab es leider keine Anfrage über eine Mitarbeit, sei es im Trainerstab oder sei es überhaupt als Scout oder etc. Hat es nicht gegeben und das entscheidet ja beim MSV der Ivo Grilic und er mag ja nicht so gerne, dass ehemalige Spieler in seinem Umfeld arbeiten. Gut, das kennt man ja auch von Ennard Dietz, da ist ja auch eher auf unwürdige ja Weise am eigenen Leib erfahren, richtig, ja. Auf unwürdige Weise da aus dem Verein herauskomplimentiert worden. Okay, das erstmal auf die Schnelle zum MSV. Gleich zu Schalke gibt es noch ganz viele Fragen, aber erstmal wieder zurück zu Guido Lohmann. Na gut, dann nehme ich den Ball mal auf und wir gehen zum FC Schalke. Da bist du, Didi, auch Ehrenmitglied seit vielen Jahren. Und hast dort, wie gesagt, ja vorhin auch sehr erfolgreich gespielt. Wenn ich mal als Schalke-Fan jetzt die letzten Jahre Revue passieren lasse, so ab 2012, ich habe mal die Trainernamen, die muss man sich aufschreiben, sonst vergisst du die eigentlich alle, weil es so viele gewesen sind. Keller, Di Matteo, Breitenreiter sind gekommen. Danach Trainer wie Weinzierl, Tedesco, Wagner, immer wieder Huub Stevens, der retten musste und eingesprungen ist. Und jetzt haben wir den Christian Groß. In meiner Wahrnehmung hat Schalke, obwohl der Erfolg lange Zeit noch da war, man war ja meistens auf Platz 3 bis 5, 6, hat Schalke aber eigentlich immer unattraktiveren Fußball gespielt. Ja. Hast du das auch so wahrgenommen, also vor dem Jahr 2020? Oder wie hast du das? Ja, ich habe das schon wahrgenommen. Erstmal ist ja alle Trainer, die auf Schalke angefangen haben, bis auf Weinzierl, sage ich jetzt mal, sind ja alle recht erfolgreich immer gestartet. Und wenn man so im Nachhinein, glaube ich, der erfolgreichste war, glaube ich, Keller im Nachhinein, den man so nicht mochte von seiner Art. Er kam nicht so rüber, weil er halt auch aus einem anderen Bundesland kam. Er kam nicht so klar. Ich glaube, die schlechteste Zeit hatte, glaube ich, Weinzierl, soweit ich weiß. Er war nicht so klasse. Dann kam Tedesco, auch toll gestartet, war direkt der Newcomer, wurden schon Vergleiche mit Julian Nagelsmann angestellt, etc. Hat ja dann auch die Vizemeisterschaft errungen, sicherlich eine tolle Leistung, aber in diesem Jahr haben wir schon nicht so gut gespielt. Nee, wir haben 1-0, das gut, das haben wir unter Huub Stevens damals auch gehabt, hatten dann Erfolg. Ja, und dann ist es so langsam, konnte man, und dann hat Schalke für mich den größten Fehler gemacht und Heidel als Manager geholt, muss man ganz klar sagen. Er hat dann Spieler geholt, ich glaube einfach für ihn war Schalke 04 einfach eine Nummer zu groß. Die ganze Umstellung von Mainz 05 und wollte sich auch nicht reinreden lassen etc. Ja, und dann fing es schon langsam an, dass die Spieler nicht so gegriffen haben, der Erfolg nicht da war. Bei Tedesco merkte man dann auch während der Saison, dass das nicht mehr so kam. Dann war Tedesco natürlich auch ein Trainer, der hatte schon eine andere Sprache. Wir haben ja vorhin mal so ein bisschen kurz gesprochen gehabt, wo ich schon gesagt habe, früher war Diagonal ja schon ein Fremdwort. Da hast du gesagt, was meinst du, soll ich den Ball auf die andere Seite spielen? Und er hat dann Ausdrücke gebracht, wenn du dann noch Spieler hast, die aus anderen Ländern kommen, die unserer Sprache nicht so mächtig sind, ja, wie sollen diese Jungs dann diese Sprache verstehen? Und so kam dann eins zum anderen. Und dann hat man Herr Wagner geholt, auch wieder einer, der aus der Klopp-Schule ja kam, da hat man sich viel von versprochen. Wagner ist sehr selbstbewusst aufgetreten am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war überrascht, dass er so aufgetreten ist, hat sehr viel erzählt und es war so ein bisschen Klopp-Manier.
Und da habe ich mich so persönlich schon gefragt manchmal, mal sehen, wie es ist, wenn es nicht so gut läuft. Und genau so war es. Wagner wurde immer ruhiger und ruhiger. Den hast du kaum noch am Rand gesehen, dass da mal was kam. Seine Statements, die in der Hinrunde noch sehr, teilweise manchmal nach meiner Meinung auch ein bisschen überheblich rüberkamen, manche Kommentare zu spielen oder wie er auch mit den Journalisten umgegangen ist, war so ein bisschen halt Kloppart am Anfang. Klopp ist ja mittlerweile auch anders, weiter reifer geworden in seinen Aussagen, die er tätigt. Ja, und dann war der Erfolg wieder nicht da, wobei aber auch viel Material noch aus Heidelzeit war, von den Spielern her, die Heidel geholt hat. Muss man auch ganz klar sagen. Ja, und dann, gut, dann hat der Hüb jetzt nochmal, ist wieder eingesprungen. Dann hat man dann hat man einen Baum geholt. So, Baum. Wir haben natürlich schon einen schlechten Stand gehabt, muss man ganz ehrlich sagen. Also kam da, ist ein so ein Fake-Ding, ist rumgegangen bei WhatsApp, da so ein Interview von ihm, wo man ihn gefragt hat, wie heißen Sie, Manuel Baum, was waren Ihre größten Erfolge? Ja, deutscher Meister mit der Schulmannschaft. Ja, so kannst du ja nicht sagen, wenn du beim FC Schalke Trainer bist, da bist du ja schon, da hast du schon verloren. Er hat... Einzige, was mir bei ihm so ein bisschen imponiert hat, er hat nicht um den heißen Brei rumgeredet in den Interviews so. So, dann hat man jetzt wieder überlegt, dann hat man sich wieder von ihm getrennt, was macht man? Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, nicht nur, weil er hier sitzt jetzt, der Peter, für mich ist Christian Groß, ich habe ihn 2-3 Mal in Stuttgart gesehen, als der Jens damals noch dort war, da bin ich von Vaduz rübergefahren, als ich in Liechtenstein war, mir angeschaut, Training macht er gut sein, ist aber auch schon 12-13 Jahre her mal wieder, ne? Und er war ja lange Zeit nicht in Deutschland. Für mich wäre zu diesem Zeitpunkt, und da hätte sich keiner einen Zacken rausgerissen aus der Krone, wäre Peter der richtige Mann gewesen. Jetzt brauchten sie jemanden, der die Sprache spricht von den Jungs, der Feuer geben kann, so wie es damals zu seiner Zeit mit Blau-Weiß Berlin war, als er Schalke gekommen ist, wie er Blau-Weiß, wie er die Jungs gerettet hat. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt, dass der Hüb das nicht mehr weitergemacht hat, weil ist ja klar, der kann sich auch kaum noch bewegen. Wenn der hat auch Schmerzen, der hat viele privat, die Frau etc. Ja, er ist einfach... Ja, sein Herz schlägt für Schalke, der lässt ihn immer breitschlagen. Ja, genau. Er tut sich aber selber keinen Gefallen. Das müssen wir auch dazu sagen. Er tut sich selber keinen Gefallen. Und wäre zu diesem Zeitpunkt jetzt, hätte man das so machen können. Und dann hätte man wieder, wie Peter auch schon sagte, einfach ab Sommer einen Cut machen sollen, eine neue Mannschaft zusammenzustellen und dann den Weg zu gehen. Und jetzt wird schwierig. Das Größte, für uns ist ja jetzt der größte Erfolg, wenn wir in die Relegation kommen. Muss man ja schon sagen. Da kommt auch gerade eine Frage zu rein. Ja, genau, Relegation, gutes Stichwort an Peter Neururer. Relegation, angenommen, Bochum spielt gegen Schalke. Für wen schlägt dein Herz, fragt Holger Müller bei YouTube. Keine Antwort drauf. Bochum steigt direkt auf und Schalke wird sich in der Relegation durchsetzen. Okay, ganz diplomatische Antwort. Aber auch auf das, was Didi Schacht gerade gesagt hat, nochmal ganz konkret, fragt Carsten Kämmerer, haben die Spieler, insbesondere bei Schalke, heute keine Disziplin mehr? Fehlt da Disziplin? Hier wird auch konkret nach einzelnen Spielern gefragt von Schalke, warum die ja so durchhängen, Bentaleb, Matondo, warum funktionieren solche Spieler nicht im Club? Ja, das ist immer gut. Das weiß ich nicht, warum die nicht funktionieren. Nur ich habe manchmal den Eindruck, dass die Spieler nicht bis an ihre Grenze gehen. Und ich bin auch absolut der Meinung, dass sie gar nicht wissen, was es heißt, für den FC Schalke 04 zu spielen. Für den Verein zu spielen, für die Fans zu spielen. Das wissen sie gar nicht. Und das muss man ihnen versuchen beizubringen. Und man muss ihnen vor allen Dingen beibringen, dass sie bis an die Grenze gehen und teilweise über die Grenze hinaus. Und da habe ich manchmal nicht den Eindruck, wenn ich sehe, wenn einer einen Fehler macht, der bleibt stehen, der geht nicht richtig hinterher. Oder auch diese einfachen Fehler. Wenn man mal so ein Bundesligaspiel sieht, wenn man richtig hinguckt, wie viele Fehlpässe da gespielt werden. Ist sicherlich alles schneller geworden, aber ich glaube nicht, dass wir früher so viele Fehlpässe gespielt haben, weil sonst hätte der Trainer uns ständig auswechseln müssen. Aber es gibt ja scheinbar niemanden im Verein, der den Spielern dieses Gen, was Schalke eigentlich in sich hat, vermittelt. Da muss man noch viel weiter ausholen. Das den Leuten klarzumachen, dass was Besonderes ist. Das ist ja unsere Wertung, was Besonderes sein muss, für Schalke 04 zu spielen. Was Besonderes sein darf, überhaupt für diese Farben aufzulaufen. Das sagen wir ja mit unserem Blickwinkel. Wir haben anderen. Die Spieler, die zu Schalke 04 kommen, oftmals wird da von Söldnern gesprochen. Im Prinzip ist jeder derjenige, der einer Arbeit nachgeht, ein Söldner. Oder jemand, der für Geld was irgendwas tut, macht es, um Geld zu verdienen. Wie er sich dann einbringt, wo er seine eigenen Grenzen sieht und so weiter. Das ist eine Sache, die Dadili angesprochen hat. Ich habe auch das Gefühl, dass die Spieler mit Sicherheit teilweise nicht mal wissen, wo ihre Leistungsgrenze ist. Inwiefern kann ich mich auspowern, um das und das zu erreichen? Das hat aber nicht unbedingt mit der Einstellung der Spieler zu tun
oder mit der Einstellung schon, aber wie sie geleitet werden. Wenn ich als junger 18-jähriger Spieler, der noch nichts leisten durfte und konnte, aber bezahlt werde, als wenn ich ein Weltstar wäre, dann ist doch vollkommen klar, dass ich mit diesem Geld, was ich zur Verfügung habe, ohne irgendwo großartige, außergewöhnliche Leistungen erbracht zu haben, auch leichtfertiger umgehe. Mit der Freizeit, die die Jungs teilweise haben, mit der unkontrollierten Freizeit, die die Jungs teilweise haben, wissen die nichts anzufangen. Ne? Da muss ich die Spieler beschäftigen, ich muss die Spieler einbinden in Dinge. Und da darf ich mich nicht wundern, wenn ich irgendwo mal dreimal am Tag Training habe. Ja, nicht nur, um die Spieler zu beschäftigen, sondern auch, um den Spielern zu zeigen, wo deine Grenzen sind. Und dann den Leuten klarzumachen, dass du an deine Grenze gehen musst, um in diesem Bestandteil, Schalke 04, deinen eigenen Bestand zu haben. Dann hast du einen Punkt erreicht, wo du wirklich wieder mit richtigen Profis zu tun hast. Aber ich höre mittlerweile nur noch von Regelungen im Trainingsbetrieb dahingehend, die Trainingssteuerung wegen der zu viel Belastung, zu wenig Belastung, mehr Belastung und wie auch immer. Aber davon 90 Minuten zu marschieren, 90 Minuten das abzurufen, wozu ich imstande bin, keine Überdinge zu machen, aber wozu ich imstande bin, das kann ich von Spielern erwarten. Und wenn ich das nicht erwarte, beziehungsweise wenn ich das nicht erwarte oder erwarte, aber nicht sehe, muss ich reagieren. Und die Reaktion kommt aber nicht. Ich mache eine Analyse, die sagte gerade richtig, ich habe es genauso empfunden, nach der letzten, nennen wir es mal, erfolgreichen Zeit unter Tedesco, als wir Vizemeister wurden, mache ich eine Analyse. Und bei dieser Analyse muss ich feststellen, die Punktanzahl von X, die ich geholt habe, hätte genauso gut andersrum laufen können. Sprich, die knappen Siege, die ich erzielt habe, hätten nicht nur unentschieden sein können, die hätten auch Niederlagen sein können. Und dann wäre ich genau da gelandet, wo sie letztendlich auch gelandet sind. Nicht unbedingt Richtung Abstiegsränge, aber weit weg vom internationalen Geschäft. Jetzt haben wir einen überragenden Manager verpflichtet für Mainz 05. War ja überragend. Einzig und allein überragend. Nur Schalke 04, eine komplett andere Welt. Aber es wurden Spieler verpflichtet mit einem Finanzvolumen, weil jemand von Mainz 05 noch hätte träumen können. Spieler verpflichtet, die Qualität hatten, Mainz 05 zum damaligen Zeitpunkt möglicherweise zu verstärken. Aber niemals Schalke 04 zu verstärken mit dem Ausblick auf Erreichen eines internationalen Wettbewerbes, bei dem Schalke 04 ja regelmäßig teilgenommen hat. Ja. Und da fing der große Fehler an. Da sind Gehälter bezahlt worden, da sind Ablösesummen bezahlt worden, um die 170 Millionen Defizit im Ablösebereich. Das muss man sich mal vorstellen. Das im Vergleich zu anderen Mannschaften in der Bundesliga erklärt, warum wir ein so großes Finanzloch haben. Wir haben immer ein ausverkauftes Stadion. Immer. Die Logen sind voll ausverkauft. Wir haben 40.000 Dauerkarten und so weiter. Gut, jetzt reden wir nicht von der Zeit der Pandemie. Ja? Aber wir sind ein Loch geraten. Und wenn die Pandemie nicht gekommen wäre, schlimm genug für alle Menschen, die darunter zu leiden haben. Für alle wirtschaftlichen Betriebe, die darunter zu leiden haben. Und vor allen Dingen all die Menschen, die wirklich krank sind, die darunter zu leiden haben. Aber wenn diese Pandemie nicht gekommen wäre, wäre einiges noch kaschiert worden. Dann wäre das normal laufende finanziell Geschehen ja normal abgedeckt gewesen. Jetzt sind wir in einem Loch, das immer größer wird. Und das zuzuschütten ist im Augenblick schon gar nicht mehr möglich. Und jetzt reden wir davon, wie geht's weiter, rein sportlich. Und sagen, wenn alles in die Hose geht, dann steigen wir ab in die zweite Liga. Nein, wenn es so weitergeht und wir sollten wirklich rein sportlich, qualitativ in die zweite Liga absteigen und der Status quo der gleiche ist, den wir im Augenblick haben, dann gibt es Schalke 04 in der zweiten Liga nicht. Dann spielen wir in der Regionalliga, weil da unsere zweite Mannschaft ist. Und das muss man sich vor Augen führen. Und das ist ein Prozess, den einige Leute im Verein nicht gesehen haben, anfangs mitgesteuert haben, aber jetzt mittlerweile einige gar nicht mehr da sind. Peter Peters ist nicht mehr dabei. Reschke, der den Kader mit aufgestellt hat, der ist nicht mehr dabei. Einige Leute, die das Unheil angerichtet haben mit finanziellen Dingen, wie Christian Heidel, kein persönlicher Vorwurf, um Gottes Willen, aber die Situation total verkannt, die sind nicht mehr dabei. Jochen Schneider muss jetzt versuchen, alles wieder aufzubetten, geht aber nicht mehr. Er steht jetzt allein da mit einem Marketingmanager, einer der Besten in dem Bereich, Jobst, europaweit einer der Besten, der, wie soll er jetzt noch was vermarkten. Die Fanshops sind zu, da kann ich alles online machen, von mir aus. Aber ich muss jetzt ein Gesicht vermarkten, was überhaupt kein Gesicht mehr ist. Für was steht Schalke 04 im Augenblick? Für welche Spielart steht Schalke 04? Tabellenplatz sagt alles aus, 18. Also die Fernsehgelder werden auch weniger. Und die Situation, in der wir jetzt sind, ist eigentlich nur Arme nach oben Richtung Himmel. Lass uns irgendwie, egal wie, zusammenhalten und Drittletzter werden über die Relegation, die erste Liga halten. Wenn das nicht der Fall sein sollte, ja, dann braucht man Gottes Segen und ganz, ganz, ganz schnell potenzielle Schalke-denkende Investoren, die zusehen, dass wir zumindest die Lizenz in der zweiten Liga bekommen.
Ansonsten gibt es uns nur noch in der vierten Liga und da möchte ich nicht dran denken. Dazu gibt es scheinbar auch ja, ganz auch da gibt es Reaktionen. Ja. User Aki Diazos schreibt, und das ist eine Frage, die viele bewegt, mal angenommen, die wirtschaftliche Situation wird in den Griff bekommen. Wie sieht es sportlich aus? Hand aufs Herz, Peter, Didi, bleibt Schalke in der Liga oder nicht sportlich? Aber wenn man ganz ehrlich ist, und ich bin ehrlich, ist die Wahrscheinlichkeit des direkten Klassenhaltes unter 70%. Die Hoffnung ist bei mir, das liegt bei 50%, dass wir Drittletzter werden. Na? Bielefeld oder Mainz, einen von den beiden, oder vielleicht Köln, schnappen wir uns noch, dann werden wir Drittletzter. Und über den dritten Platz werden wir endlich mit einem klaren Bewusstsein die Liga erhalten. Was meinst du, Didi? Ja, ich sehe auch so. Das wird Aki sicherlich nicht freuen, wenn wir sagen, erst FC Köln. Da wird er ein bisschen enttäuscht sein, dass wir die noch überholen werden. Aber ich glaube auch, dass nur noch die Relegation die große Chance ist. Wobei das auch nicht einfach ist, weil man weiß, dass die Zweitligisten immer über sich hinauswachsen. Und es kann wirklich gegen Bochum, Fürth, Kiel oder HSV, es kann einer von den Vieren sein. Man weiß es nicht. Und ich glaube, das wird auch nicht einfach. Aber nochmal eine Frage an euch. Wir sind jetzt hier in der Bank und wir stellen fest, eben gerade in der Corona-Zeit ist es ganz schwierig. Unternehmen geraten in Schwierigkeiten, der Handel ist unter Druck. Also Existenzen fürchten wirklich um ihre Zukunft. Mitarbeiter aus den Betrieben sind in Kurzarbeit. Und wenn du jetzt in der Gastronomie bist, im Handel bist und bist da noch in Kurzarbeit, da kriegst du wirklich kaum Geld. Das heißt, die Menschen sind echt gebeutelt. Und trotzdem fiebern sie mit Schalke. Muss da nicht irgendwie mehr kommen, dass ich zumindest das Gefühl habe, die Mannschaft reißt sich von morgens bis abends und von 90 Minuten lang die ein Bein aus? Oder kann die immer nur als Entschuldigung die Unruhe im Verein und die permanenten Trainerwechsel anführen? Ich sag mal so, ich habe immer so ein bisschen ein Problem damit, wenn der Trainer nach dem Spiel sagt, meine Mannschaft hat ja gekämpft. Da habe ich so ein bisschen ein Problem mit, weil das ist für eine Grundvoraussetzung. Normal. Also da muss man nicht sagen, dass sie laufen und kämpfen müssen. Schalke hat noch, auch wenn man so die Fans sieht, wenn man mal auf Facebook oder die User so nimmt, hat noch das große Glück, dass sie wirklich noch so hinter der Mannschaft stehen und dass sie durch diese Fanbeauftragten zusammengehalten werden. Und nochmals, das ist ja das, was ich vorhin sagte. Die Spieler, wir brauchen jemanden, der ihnen beibringt, was es heißt, für einen FC Schalke 04 zu spielen. Und da wäre Peter genau der Ideale. Das ja, aber Didi, so muss ich die Leute ja sichten. Ja. Ich kann nicht irgendeinen verpflichten, nur weil er irgendwo bei Bayern München in meinem Privatflieger gesessen hat. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hat er bei Bayern München im Privatflieger gesessen. Man hat aber leider vergessen, dass er da für die U23 angedacht war und nicht für die Profis. Der wird bei Schalke 04 aber verpflichtet, obwohl der Chefscout von Schalke 04 sagt, lass die Finger davon, macht es besser nicht. Ja. Da haben sich einfach Leute über andere hinweggesetzt, weil sie besonders schlau sein wollen. Ja, aber ich sehe, das denke ich auch. Ich denke sowieso, mit dem Scouting kann irgendwas nicht stimmen. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Wenn ich jetzt wieder gelesen habe, ein Patrick Weiser soll kommen. Ja, Moment mal. Bei Hertha, da spielt der Junge nicht. Der Mitch Weiser. Ja, Mitch Weiser, da spielt er nicht. Und jetzt soll er zu Schalke. Gott sei Dank hat er sich verletzt, dass er nicht kommt. Das ist wirklich schon komisch, welche Spieler da immer wieder ins Rennen geworfen werden. Jetzt setzen alle auf Kolasinac. Der hat auch monatelang gar nicht gespielt, richtig. Jetzt wollen wir mal sehen, was. Nur linker Verteidiger. Er ist ja auch kein Fußballgott, der jetzt die Mannschaft voll zum Tor schießt. Er ist jetzt der große Hoffnungsträger. Und das macht ihn auch kaputt. Auch, weil das ist ja einer, der will. Müssen wir aufpassen, dass er nicht direkt vom Platz fliegt. Der Junge bringt auf jeden Fall die richtige Einstellung mit. Der wird mit Sicherheit auch rein demonstrativ zeigen, was es heißt, für diesen Verein zu spielen. Vielleicht hat es auch eine Wirkung auf die gesamte Mannschaft, auch durchaus richtig, was aber traurig wäre. Denn eins darf man bei aller Wertigkeit des Spielers nicht vergessen. Der hat, wie die richtigerweise sagte, im letzten Jahr Premier League 77 Minuten gespielt. Der hat ihr letztes Spiel gemacht im September. Er ist hoffentlich, die Tests kann man ja machen, körperlich zumindest 100% gesund und fit. Ja, aber die Spielpraxis fehlt ihm, was er mit seiner Art und Weise vielleicht ausgleichen kann, aber man darf dabei nicht vergessen, er ist kein Mann des Zentrums. Wenn es jetzt ein Innenverteidiger wäre, oder Libro gibt es ja nicht mehr, ein Innenverteidiger wäre, ein Sechser wäre, ein Zehner wäre oder ein Stürmer wäre, der ist ein Mittelpunkt des Spiels. Genau. Aber als Sechser kann er einiges nach vorne treiben, von mir aus. Aber die Antriebsfeder Nummer 1 kann der linke Außenverteidiger im Fußball nicht sein. Er hat in der U23 damals... Hat er 6 gespielt. Da hat er 6 gespielt und da konnte man sehen, da hat er einen Kopfball, der von der Mittellinie bis zum Tor köpft. Ja, der hat ist ein Wahnsinniger. Aber ich sehe das auch mit der Verpflichtung. Viele
77 Minuten gespielt, wie du sagst. Sehe das so ein bisschen im Vergleich wie damals die Verpflichtung von MSV mit dem Compare. Ja. Hat auch jahrelang gar nicht gespielt und sollte der große Hoffnungsträger werden und war nachher der Fehleinkauf des Jahres. Jetzt haben sie ihm Gott sei Dank noch eine ABM-Maßnahme da beschaffen, dass er da bleiben darf. Er ist damals nur gekommen, weil er direkt einen Vertrag als Co-Trainer im Anschluss bekommen hat, sonst wäre er gar nicht zum MSV gekommen. Ja, ob der den damals schon hatte, weiß ich nicht, aber die haben es so gemacht. Aber es ist ein gutes Recht von Compare, wenn er die Möglichkeit hat, so zu verhandeln. Ja, ja, das würde jeder Spieler machen. Alles richtig gemacht, der Kollege. Was kann Sportvorstand Schneider bewegen? Ja, im Augenblick muss er gucken, dass die Leute, die da sind, die ja immer mehr werden. Ne, wir haben uns mal vor ein paar Tagen unterhalten über Fähigkeiten, die man einbringen muss, um erfolgreich zu sein und vor allen Dingen über so eine Art von Teambuilding. Da hat Jochen mir gesagt, aus verständlichen Gründen, ja, du hast mir immer gesagt, wenn es ganz, ganz eng wird, dann wirst du sehen, Schalke 04 ist was Besonderes. Das habe ich ihm Jochen mal gesagt. Mhm. Sag, und dann wirst du sehen, dann steht man zusammen. Vergleichbar mit der Zeit, in der damals bei mir um Aufstieg ging, beziehungsweise erst um gegen den Abstieg ging. Da hat man wirklich gesehen, nicht nur Fans und Mannschaft, alles im Verein, vom Zeugwart angefangen bis zum letzten Spieler, der auch gar nicht eingesetzt wurde. Es war eine Einheit, alle in eine Richtung marschiert. Das habe ich erlebt. Daraufhin sagt der Jochen mir, du, im Augenblick erlebe ich genau das Gleiche, das Gegenteil. Die hauen alle ab, wie gerade schon gesagt. Peters ist weg, Reschke ist weg, der ist weg und der ist weg. Die Spieler gehen weg, teilweise welche, die schon weggeschickt wurden, sind wieder zurückgeholt worden. Mit welcher Wertigkeit soll der Trainer dann mit den Spielern umgehen, die er im letzten Jahr aussortiert hat oder ausgeliehen hat, jetzt plötzlich wieder mit denen arbeiten muss. Also da sind Dinge geschehen, die dürfen im Profifußball so nicht geschehen. Viel Aktionismus, viele Fehler gemacht worden und in der Summe haben wir jetzt in Konsequenz dieses Tabellenplatzes. Jetzt im Augenblick kann Jochen Schneider nur hoffen, dass von irgendwoher die finanzielle Möglichkeit gegeben wird, die richtigen Leute zu verpflichten, die jetzt, drei an der Zahl, war sein Wunsch, auf die jetzige Situation bezogen, die jetzt Schalke 04 sofort helfen. Aber jetzt geht's ja los. Wo soll ich die Leute herbekommen, die uns jetzt sofort helfen? Welcher Spieler, der dir die Garantie gibt, Schalke 04 im Augenblick sofort zu helfen, ist A, kostengünstig zu bekommen? Und wenn er kostengünstig zu bekommen ist, warum geht er zum Tabellenletzten, wenn er möglicherweise keine Perspektive über den 30.06. des nächsten Jahres hat? Denn er muss ja damit rechnen, dass Schalke 04 absteigt. Und von daher ist es unglaublich schwer, jetzt Spieler zu bekommen. Und Leute wie die, die gerade angesprochen hat, zu verpflichten, weil sie mal irgendwann irgendwo vielleicht was gebracht haben, ist das eine gefährliche Kiste. Damit hole ich nur weitere Leute mit in dieses Szenario, aber keine Leute, die mir direkt helfen. Jetzt muss der nächste Knaller oder der nächste Punkt, der muss knallen. Die nächsten zwei, drei Spieler, die kommen, die müssen ad hoc sofort bereit sein, dieser Mannschaft zu helfen. Die müssen die Qualität haben, dieser Mannschaft zu helfen. Und dann muss man auch möglicherweise mal ein unpopuläres Ding greifen, mal gucken, wer hier in der Nachbarschaft möglicherweise noch einen Spieler abgibt, der die Qualität hat, uns auch zu helfen, der bei dem eigenen Verein aber nicht spielt. Gibt eine Frage von den Fans, sehe ich gerade. Ja, die Frage dazu. Kommt immer wieder natürlich nach Namen. Wer kann uns helfen? Welche Spieler können uns helfen? User Alle meine Entchen fragt Peter Neururer, ob du denkst, dass bei den arbeitslosen Vertragsfußballer, die du ja auch in der Betreuung hast, immer wieder, ob da Spieler dabei sind, die Schalke oder vielleicht auch zum MSV passen würden, denen beiden sofort helfen würden. Ad hoc, die könnte man ja relativ schnell verpflichten. Es waren zwei Spieler dabei, deren Namen ich jetzt nicht unbedingt nennen muss, die durchaus in der Lage wären, zum Beispiel, das habe ich Ivo Grilic auch gesagt, dem MSV zu helfen, auch jetzt noch, da ist ein Spieler noch für zu haben, der ist noch auf dem Markt. 80 Spieler, von denen die Qualität hatten in diesem VDV-Camp, sind mittlerweile untergebracht, aber von diesen 80%, die es geschafft haben, teilweise auch zweite Liga, dritte Liga, vierte Liga, ist keiner dabei, der imstande ist, Schalke 04 zu helfen. Das war die Frage, die ja Jochen mir auch gestern gestellt hat, und Herrn Jobs, mit dem ich gesprochen habe, gestellt habe. Hattest du nicht einen bei dir in dem Trainingscamp? Nein. Das wäre blinder Aktionismus. Da gibt es mit Sicherheit Leute, die es gerne gemacht hätten, nach Schalke 04 zu kommen, aber die hätten Schalke 04 nicht geholfen. Denn du musst bei allen wollen und wie auch immer auch jetzt berücksichtigen, sie müssen die Qualität haben, um der Mannschaft zu helfen und ein blindes dazu holen, losgelöst von den Kosten, macht keinen Sinn. Macht die Sache höchst noch schwerer. Wir müssen noch eine Frage diskutieren, die viele Schalke-Fans beschäftigt. Die Rolle von Clemens Tönnies, die Rolle des Aufsichtsrates bei Schalke. Für mich im normalen Wirtschaftsleben hat der Aufsichtsrat eine Kontrollfunktion. Das heißt, große Verpflichtungen, große Investitionen in Spieler, in Trainer, in sportliche Leiter, in Kaderplaner etc. laufen natürlich auch über den Tisch des Aufsichtsrates.
Und dort sind aus meiner persönlichen Sicht ja auch die ganzen Fehlentscheidungen mitgetragen worden. Muss man da nicht auch mal hinterfragen, ob da die richtigen Menschen am Werk sind? Ja, zuerst muss man die Funktionen kennen. Also der Aufsichtsrat, genauso sehe ich es auch oder so kenne ich es auch und so glaube ich auch, dass es bei Schalke 04 der Fall ist. Der Aufsichtsrat, der von den Mitgliedern gewählt wird, der installiert ist dann, letztendlich hat die Pflicht, die Aufgabe und die Pflicht, den Vorstand einzusetzen beziehungsweise auch in der Arbeit zu überprüfen. Genau. Der hat aber nicht das Recht, zum Beispiel einen Trainer zu verpflichten oder einen Trainer zu beurlauben. Das ist die Sache des Vorstandes. Klar. Aber die Kontrollfunktion muss da sein und bei einigen Dingen, die da gelaufen sind im ablösetechnischen Bereich, die hätte man schon hinterfragen können oder müssen. Und wenn der Verein einen neuen Trainer holt, geht das auch durch den Aufsichtsrat? Es hängt davon ab. Ich gehe mal davon aus, dass kein Trainer bei Schalke 04 weniger verdient als die Summe, die normalerweise veranschlagt ist, um den Aufsichtsrat im Prinzip zur Konsultation zu bitten. Ab also gewissen Summen. Sollte der Aufsichtsrat da schon, dann wird der Aufsichtsrat mit Sicherheit gefragt. Muss auch in diesen Gremien nach der Saison, die hoffentlich dann doch noch irgendwie geschafft wird mit dem Klassenerhalt, da auch ein Neuanfang gemacht werden? Ich gehe davon aus. Ich meine, ich kenne die Strukturen von Schalke 04 nicht im internen Bereich. Ich kenne sie nur genauso wie jedes andere Mitglied oder wie jeder andere Fan, der das eben auch mitbekommt. Ich kann mir vorstellen, aufgrund der Gesamtsituation des Vereines, es wird am Ende der Saison bei der erst sich bietenden Möglichkeit in der Mitgliederversammlung mit Sicherheit einige Stellen im Aufsichtsrat neu besetzt werden müssen. Da bin ich der gleichen Meinung. Also muss ja was passieren. Und ich finde auch, dass der ein oder andere ehemalige Spieler vielleicht wie ein Olaf Thon mal mit in den Aufsichtsrat rein muss. Ich glaube, das tut immer gut, wenn einer ein bisschen aus der Fußballersicht die Sache sieht, als wenn nur Geschäftsleute dort drin sitzen. Es war schön, wenn sie Geld haben und können sich da aufbauen. Die Mischung, wie Peter vorhin schon sagte, ja. Manche nutzen das ja auch für sich als Werbefläche. Und deswegen würde ich schon begrüßen, wenn auch mal Olaf Thon zum Beispiel dort sitzen würde, genauso wie ich beim MSV auch begrüßen würde, wenn mehr ehemalige Spieler dort eingebunden werden würden. Das wäre eine tolle Sache. Und da würde ich mich selber auch natürlich nicht verschließen, egal ob Schalke, Duisburg. Wenn man helfen kann, soll man helfen. Und ich glaube schon, dass wir Ehemaligen auch helfen können. Ja, du kannst mit Sicherheit helfen, sowohl bei Schalke 04 als auch beim MSV Duisburg mit dem, was du gemacht hast in deinem Leben. Aber man darf nicht pauschal sagen, wir müssen einen Aufsichtsrat oder einen Vorstand oder wer immer grundsätzlich mit Spielern so nach Quote besetzen. Die ehemaligen Spieler müssen auch die Qualität haben, dieser Arbeit. Aber ich glaube, Olaf hat die schon. Ja, Olaf war ja im Aufsichtsrat bereits bei Schalke 04. Und er gehört auch irgendwie da rein. Also das meine ich schon. Olaf gehört zu Schalke 04 sowieso. Er war im Aufsichtsrat, aber er ist ja jetzt mittlerweile auch nur unter Vertrag. Der ist Repräsentant des Vereines, macht die Traditionsmannschaft und macht da großartige Arbeit. Da gebe ich dem Didi recht, klar. Solche Leute mit dieser Qualität, das ist entscheidend, sollten normalerweise in diese Vereinsorgane. Als Ehrenmitglied, die Diskussion, die Fans umtreibt, Stichwort Ausgliederung. Für mich erstmal in der Betrachtung, das sportliche Desaster und die Gesamtverschuldung des Vereins wäre auch mit einer Ausgliederung da, denn da sind ja Fehlentscheidungen getroffen worden, in falsche Spieler investiert worden, wie du schon gesagt hast, zu viel Geld ausgegeben worden. Also das ist für mich unabhängig von der Rechtsform, ob eingetragener Verein oder Kapitalgesellschaft. Aber was wäre der richtige Schritt für dich als echten Schalker auch, den man gehen sollte? Ist es richtig, dieses Konstrukt Verein aufzugeben und in eine Kapitalgesellschaft oder eine andere Gesellschaftsform umzubauen? Nur eine Ausgliederung. Ja. Es geht ja weiter, es bleibt ja weiter FC Schalke 04. Genau. Also wäre das tragbar? Ja, das ist ja weiter unser Verein, ist ja weiter FC Schalke 04. Der heißt ja jetzt nicht auf einmal anders, sag ich mal, was weiß ich was. Meine MSV hat es ja auch gemacht, da gibt es ja auch eine KGAA, hat auch nicht viel geholfen. Du musst ja auch dann die Investoren haben, die sich in der Gesellschaft beteiligen wollen. Aber wichtig ist die Besetzung der Posten, wichtig ist die Besetzung, welche Leute sind am Ruder, welche Leute haben das Sagen und welche Leute können den FC Schalke 04 nach vorne bringen. Das ist das Allerwichtigste. Und da muss wirklich nach Ausschau gehalten werden, nach fähigen Leuten. Nicht nur Leute, wie wir jetzt schon zwei, dreimal gesagt haben, die den FC Schalke 04 einfach nur für sich selbst als Plattform sehen wollen. Aber für euch ist eine Ausgliederung kein No-Go? Nein, das muss ja wirklich so sein. Was möchte ich? Wir hoffen mal, wir schaffen über die Relegation, wir träumen, wir schaffen direkt die Liga zu halten. Ja. Wunderbar. Wir haben diese Wahnsinnsschulden am Hals. Wir haben eine Mannschaft, die für unsere Ziele, die wir immer hatten, nicht konkurrenzfähig ist. Wir wollen wieder nach oben, wir wollen europäisch dabei sein.
Und selbst wenn wir uns noch fest etablieren wollen auf Zukunft in der Bundesliga, wenn wir das Ziel nur hätten, was für Schalke nur für immer zu wenig ist, dann geht es nur, indem ich die Lizenzspielermannschaft, aber auch nur die Lizenzspielermannschaft, ausglieder, ja, und der Rest des Vereines, ich nehme die U23 noch mit dazu und normalerweise die U19, wie bei vielen anderen Vereinen, nehme ich noch mit dazu in dieser Ausgliederung. Und der Rest des Vereines, der bleibt Schalke 04, ganz normal. Nur, es kann ja nicht sein, dass das krass ausgedrückt eine Misswirtschaft im Profibereich Bundesliga, ja, den ganzen Verein mit runterzieht und die Tischtennis- und Basketball- und Handballabteilung und die Jugendabteilung gegen die Wand fahren. Das kann nicht sein. Und von daher sollten Sie normalerweise imstande sein, den Gesamtverein mitzuführen. Aber der Verein selber, ja, nach Statuten, darf ja gar keine Gewinne machen. Also die Einnahmen, die der Verein e.V. macht, müssen sofort wieder ausgegeben werden. Ja? Und das ist eine ganz andere Geschichte. Wir haben ja glücklicherweise noch diese 50 plus 1 Regel. Ja? Und solange es die gibt, bleibt die Tradition erhalten, alles bleibt erhalten, überhaupt keine Frage. Nur die Leistungsgesellschaft, nennen wir es mal so, Lizenzspielabteilung, die ist finanziell autonom und ist imstande, dann wieder was Großes zu erreichen. Machen wir das nicht, können wir unsere sportlichen Ziele ganz, ganz unten ansiedeln. Dazu kommt eine Frage rein. Ja, da kommt eine Frage rein zum Thema Finanzen. Die passt auch gerade, glaube ich, ganz gut an der Stelle über Facebook. Carsten Kämmerer: Hat Schalke es richtig gemacht, die Millionenofferte von Tönnies abzulehnen, oder war dies der Anfang vom Ende? Frage an beide, an alle drei. Gelder von außen zu bekommen, nachdem ich eine Landesbürgschaft erhalten habe, ist problematisch. Definitiv. Gelder allerdings, wie Clemens Tönnies angesagt hat, über einen Sponsor, der bereits im Verein ist, zu erhöhen, ist eine absolut legitime Angelegenheit, und das Geld ist nicht schmutzig. Denn Böcklunder oder wer auch immer dieser Sponsor ist, Klammer auf, Klammer zu, Clemens Tönnies, war Sponsor und bleibt ohnehin Sponsor. Hoffen wir für den Verein. Ne? Von daher stellt sich die Frage ja eigentlich gar nicht. Fremdfinanzierungen gehen nicht, sind nicht möglich, aber wenn eigene Sponsoren ihren Sponsorenvertrag verlängern und in Vorleistung treten, ist es eine absolut legitime. Was ja andere Vereine auch machen, dass sie. Was alle Vereine machen, die in Not waren. Borussia Dortmund hat mal eine Lizenz, vor einem Lizenzentzug gestanden, 2005 war es. Gerade die Kollegen in Schwarz-Gelb sind da nicht gerade unsere Vorbilder, aber in der Beziehung war es eben so. Glückliche Momente. Nike unter Vertrag bei Borussia Dortmund hat den Vertrag um 5 Jahre verlängert. Zu dem Zeitpunkt konnte Borussia Dortmund nicht mal die Mitglieder der Geschäftsstelle bezahlen. Sie haben Vorleistung getreten, Nike, und Borussia Dortmund war aus der Nummer raus. Danach ein Börsengang von Borussia Dortmund. Und wo sie jetzt im Augenblick finanziell und eben auch sportlich stehen, leider oder glücklicherweise, je nachdem, weit von uns entfernt. War es dann richtig von Tönnies, das an ein einstimmiges Votum vom Aufsichtsrat zu koppeln? Hätte nicht sagen können, Hauptsache die stimmen also, zu. Das war ja vollkommen klar. Ja, Clemens Tönnies wusste ganz genau, dass mindestens einer, nämlich der Vertreter der Fans. Aber er zeigt damit mit dem Finger auf alle Fans und die Vertreter des Dachverbandes im Aufsichtsrat. Das sieht natürlich aus wie lanciert, das ist überhaupt keine Frage. Genau. Ja, also. Und das mir persönlich auch irgendwie missfallen, muss ich gestehen. Ja, das war ja auch nicht, glaube ich, dass das abgelehnt worden ist, so eine kleine Retourkutsche jetzt. Ganz klar, wir haben auch gesagt, pass auf, du hast sonst immer alleine entschieden und alles gemacht. Und jetzt zeigen wir dir mal, dass wir eine Einheit sind und zeigen dir mal, was los ist. Also gebrauchen können, hätten wir es. Aber nicht drüber reden. Also das ist klar. Aber die Art und Weise, ich hätte das auch gar nicht so viel publik gemacht. Aber er hat es getan. Also man muss ja die Entscheidung von Herrn Tönnies auch hinterfragen. Ich möchte warum tut er helfen wart. Ich möchte, und er wollte auch wieder als der große Ritter dastehen. Und da haben wir es wieder mit dieser Plattform. Und das nervt mich einfach so ein bisschen. Und dann muss man, wir wissen ja nicht, was sonst im Aufsichtsrat abgegangen ist. Da sind wir einfach zu weit weg. Aber das wird schon seine Gründe haben, warum die dann einstimmig sagt, nein, machen wir nicht. Ganz klar. Ja, zwei Stimmen waren dann dagegen. Und wenn eine Einstimmigkeit gefragt wird, ist zwei Stimmen natürlich. Ja, und dann ist ist natürlich der Dachverbandsvertreter der Fans natürlich auch gebrandmarkt von Tönnies, weil er damit sagt, der hat es ja verhindert. Können die anderen natürlich sagen, die beiden, die dagegen waren, sollen dafür Sorge tragen, dass sie Sponsoren in gleicher Höhe bringen. Ja. Dann wird die Sache wieder ausgeglichen. Haben ja einige schon gesagt, dann holt ihr mal die Jungs ran. Ja. Wir haben noch zwei Fragen, sind schon sozusagen in der Verlängerungszeit unserer Talkrunde. Aber es zeigt eben, wie viele spannende Themen wir abzuarbeiten haben. Die Frage, die mir im Vorfeld von mehreren Schalke-Fans gestellt worden ist, die warum hat man Friedhelm Funkel nicht geholt? Weil Friedhelm Funkel eben ein sehr erfahrener Trainer ist, der in vielen Vereinen bewiesen hat, dass er das kann, der auch Autorität ausstrahlt.
Ja gut, ich habe ja meine Meinung dazu schon gesagt. Für mich sitzt der richtige Trainer da. Warum hat man Friedhelm Funkel nicht geholt? Der war ja im Gespräch zumindest nach außen. Vielleicht hat Friedhelm Funkel auch gesagt, er möchte sich das gar nicht antun. Ich kann jetzt schlecht jetzt für Friedhelm antworten, warum er das nicht machen wollte. Vielleicht war er auch überhaupt kein Thema. Vielleicht ist das auch lanciert worden. Wenn ja viele Sachen auch lanciert, wenn du das möchtest. Werden 5 Trainer immer genannt, wenn du die richtigen Leute kennst bei den Zeitungen. Ich glaube, Friedhelm Funkel hat da gar kein Interesse mehr dran gehabt, weil Friedhelm Funkel ist ja auch ein schlaues Kerlchen. Der weiß schon, auf was er sich einlässt und auf was er sich nicht einlässt. Und er hat seinen letzten großen Erfolg mit Fortuna gehabt. Und ich glaube, er möchte nicht noch einen Misserfolg auf seiner langen Trainerliste stehen haben. Er hat sein Alter erreicht und ich glaube, er möchte lieber seinen Lebensabend genießen. Er hat sich heute auch geäußert und hat in der Presse gesagt, also nur Kolasinac reicht nicht aus, um die Klasse zu halten. Ja. Das mag vielleicht eine Einschätzung gewesen sein. Dass es nicht so viele Möglichkeiten gibt, um Verstärkungen zu holen. Genau. Für Christian Groß war es jetzt, auf einmal ist er wieder in Deutschland, auf einmal ist er Bundesliga-Trainer. Nochmals, wenn mich einer fragen würde, das ist das Einzige, was ich nicht geschafft habe in meinem Leben, Bundesliga-Trainer zu werden. Das schaffe ich auch nicht mehr. Zweite Liga habe ich geschafft, aber erste habe ich nicht mehr geschafft. Ich würde barfuß dahin laufen. Ach, alles würde ich machen. Stichwort. Das habe ich einmal gemacht, das darfst du nie sagen. Aber herzlichen Glückwunsch. Nee, aber Stichwort Christian Groß. Peter, ich habe dich ja auch erlebt, wie du am Feldrand da wirklich Theater machst, wie du die Spieler mitnimmst, die Zuschauer mitnimmst vor allem auch. Klar, die Zuschauer, die kann ich mitnehmen, aber die Spieler kannst du mit dem Gehampel nicht mitnehmen. Momentan, das kriegen die Spieler nämlich gar nicht mit. Momentan, jetzt würden sie es ja hören. Und mitkriegen, jetzt würden sie es hören, ja. Weil kein Zuschauer da ist. Aber der Auftritt vom neuen Schalke Trainer war relativ emotionsfrei in Berlin. Es gibt den einen Typen, es gibt den anderen Typen. Ein kleines Beispiel. Ich habe mich wahnsinnig darüber aufgeregt, weil ich es als respektlos empfunden habe, wie man bei unseren Lieblingsgegnern Borussia Dortmund mit dem Trainer Lucien Favre umgegangen ist. Das war für mich eine Unverschämtheit, eine Respektlosigkeit sondergleichen. Wer Lucien Favre verpflichtet, weiß, wen er hat. Einen großartigen Fachmann, einen großartigen Menschen, einen ruhigen Menschen. Ja, einen sachlichen Menschen und fertig. Und er hat, egal wie viele Punkte er geholt hat, vom ersten Tag seiner Amtszeit bis zum letzten Tag sich nicht einmal anders verhalten. Das kann man ihm nicht zum Vorwurf machen. Und der eine Trainer reagiert eben so emotional, der andere eben so. Groß ist ein Typ, der nicht gerade derjenige ist, der nach außen hin eine große Empathie raushaut. Aber er ist ein akribischer, wie ich gehört habe. Ich kenne ihn privat nur. Ich kenne ihn als Spieler. Da war ich aber selbst noch nicht involviert. Da war er kurzfristig mal relativ erfolgreich bei meinem kleinen Verein, den ich auch mal hatte, beim VfL Bochum. Ich weiß, dass er ein ordentliches Training gemacht hat. Jetzt in der letzten Zeit beim Schalke 04. Okay. Aber über den Trainer selber, über die Qualitäten, kann ich überhaupt nicht sagen, wenn man nicht dabei ist, wenn man nicht wirklich in den Sitzungen dabei war, man nicht wirklich, wie Didi zum Beispiel unter zig anderen Trainern oder mit anderen Trainern zusammengearbeitet hat oder gespielt hat, kann man sich kein Urteil über die jeweiligen Trainer erlauben, weil du siehst ihn ja immer nur im Fernsehen, du hörst ihn immer nur, du siehst ihn möglicherweise unten am Rand und da ist jemand eben ruhig und gelassen oder eben aufbrausend oder nicht, was mit der Wirkung auf die Mannschaft aber überhaupt nichts zu tun hat. Wir haben noch eine Chance für die letzte Zuschauerfrage. Ja, die Joker-Frage sozusagen, kurz vor Schluss oder in der Nachspielzeit, quasi der letzte Angriff. Und das ist die Frage, die das Netz am meisten bewegt hat. Ja, eigentlich ist sie logisch, dass die Frage kommt. Und die kommt auch tatsächlich, egal ob Dino Maas, Armin Riedel und noch viele andere. Frage an den Peter Neururer, ganz klar. Ist nicht auszuschließen, dass der MSV und oder Schalke vielleicht kurz vor Schluss als Panikreaktion nochmal den jetzigen Trainer rausschmeißen, um an den letzten Spieltagen nochmal einen Impuls zu setzen. Peter, stehst du zur Verfügung für den MSV oder für Schalke? Würdest du dir das zutrauen? Wärst du nochmal am Start, wenn es tatsächlich bei dir angefragt werden würde? Wenn ich mir nicht zutrauen würde, würde ich kategorisch ablehnen. Ich habe aber ganz klar meinen Strich gezogen in meiner sogenannten Karriere. Ich habe gesagt, Trainer mache ich nur noch für den 1. FC Köln beziehungsweise für Schalke 04, sonst für keinen Verein in Deutschland. Im Ausland laufen immer noch ein paar Kontakte, das weiß ich nicht, aber in Deutschland ausschließlich nur Schalke 04 und 1. FC Köln. Also ein diplomatisches, leichtes Ja habe ich da jetzt rausgehört. Falls es auf Schalke noch richtig brennt, ist Peter mit dabei. Ja, liebe Zuschauer, meine sehr geehrten Damen und Herren, das war der Volksbund Niederrhein-Talk mit zwei echten Fußballtypen, Fußballlegenden, Didi Schacht und Peter Neururer. Man kann daran sehen, dass wir den Buzzer nicht einmal gebraucht haben, wie spannend wir eigentlich diskutiert haben. Ich fand das super klasse und hoffe, Sie hatten auch Spaß daran und werden auch bei den nächsten Talks mit dabei sein. Ganz herzlichen Dank an meine beiden Talkgäste. Ihr wart wie immer super und vielen Dank auch an André Strehl.
Und wir schließen den Talk mit einer kleinen Frage noch zum Schluss, aber ganz, ganz wichtigen Frage mit der Bitte einfach nur um Ja oder Nein. Spielt Schalke im nächsten Jahr in der Fußball-Bundesliga, Didi, ja oder nein? Das ist eine schwere Antwort, da kann man nicht nur mit Ja oder Nein beantworten. Ich wünsche es mir. Das ist diplomatisch und heißt eher Nein. Peter? Ich schließe mich an. Gehen wir zum MSV. Wo spielt der im nächsten Jahr, Didi? Ja, da hoffe ich, dass sie es schaffen mit der dritten Liga. Aber ich mache mir Sorgen auch aus finanziellen Gründen. Ja. Peter? Auch da muss ich mich anschließen. Ich bin überzeugt, dass sie die Liga erhalten und habe die Hoffnung, dass sie das Geld zusammenbekommen, um dann weiterzumachen. Meine Damen und Herren, liebe Fußballfans, Ihnen noch einen schönen Abend und mögen die Vereine jetzt am Wochenende gegen Hoffenheim und in Ingolstadt die Punkte holen, damit es aufwärts geht. Ganz herzlichen Dank und Ihnen ein schönes Wochenende.